Liebe Konferenzteilnehmende, liebe Mitglieder des Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft, herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung zur diesjährigen Kooperationsveranstaltung. Ein ganz herzliches Willkommen natürlich an Katharina Reuter und schon jetzt vorab danke für die bewährte Zusammenarbeit. Wir freuen uns, dass wir heute ein wirklich zentrales Thema gemeinsam angehen können, das für die sozial-ökologische Transformation so wichtig ist wie vielleicht sonst kein. Eines, nämlich das Thema der Aus- und Weiterbildung im Zuge und im Zusammenhang mit der mit dem nachhaltigen Umbau der Wirtschaft. Wir haben große Diskussionen, das sehen wir jetzt gerade, ernste Diskussionen in den Sondierungen, in den Koalitionsverhandlungen für eine neue Bundesregierung. Klar ist, dass wir erstens Investitionen mobilisieren müssen für die Nachhaltigkeit unserer Infrastrukturen, für den strukturellen Umbau der Wirtschaft. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite, und dieser Punkt steht heute im Mittelpunkt unserer Diskussion und der ist mindestens genauso wichtig, geht es um Investitionen in die Arbeitskräfte der Zukunft. Gerhard Zickenhainer, den Sie alle gleich noch hier erleben werden, hat für Bündnis 90 Grüne eine Studie in Auftrag gegeben, die den Fachkräftebedarf auf etwa 800.000 Menschen, Arbeitnehmende, schätzt. Insbesondere in Sektoren, die ja heute schon eine Riesenherausforderung sind, wenn wir ans produzierende Gewerbe, an den Bau, an Chemie und an anderes denken. Und wir sehen, dass der eine Weg, der eingeschlagen wird, ist natürlich die Frage der Einwanderung von Fachkräften in dieses Land. Und da haben wir große Hoffnungen, dass mit den Koalitionsverhandlungen die Möglichkeiten der Einwanderung vereinfacht werden, die Zugänge zum Arbeitsmarkt leichter werden. Aber das ist, glaube ich, ein Fehler zu denken, dass es nur bei Einwanderung nur um Fachkräfte geht. Es geht auch um Menschen, sowohl die einwandern als auch die, die jetzt irgendwo sind und nachher irgendwo anders hin müssen. Das sind Menschen, die selbstbestimmt und autonom ihren beruflichen Weg gestalten wollen. Und dieses beides in der Balance zu halten, Freiheit und Autonomie zu ermöglichen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auf der anderen Seite den Fachkräftemangel zu decken, den Fachkräftebedarf zu decken, das sind Aspekte, die uns als Heinrich-Böll-Stiftung geleitet haben, als wir über ein Konzept entwickelt haben zu solidarischen Lösungen für lebenslanges Lernen im digitalen Zeitalter. Und die Punkte, auf die wir gekommen sind und die uns wichtig sind, die hier im Laufe des Tages eine Rolle spielen werden, sind erstens, wir brauchen ein Bundesweiterbildungsgesetz, das neben dem Recht auf Weiterbildung auch Mindeststandards für die Qualität der Angebote absichert. Wir brauchen zweitens ein Parlament der beruflichen Weiterbildung, in dem sich Arbeitgeber, Bund, Länder, Tarifparteien, Arbeitnehmerinnen, Expertinnen für Weiterbildung darüber verständigen, welche Qualifikation, welche Kompetenzen werden denn jetzt eigentlich genau gebraucht, ja? Und daraus ein System zu entwickeln, wo Qualifizierungsmodelle auch tatsächlich dann auf den Bedarf abgestimmt sind. Also das zweite Punkt war das Parlament der beruflichen Weiterbildung. Dritter Punkt, flächendeckende Weiterbildungsinfrastruktur. Die brauchen wir im ganzen Land und wir sehen an vielen Orten, dass da, wo vielleicht schon Regionen so ein bisschen zurückgefallen sind, plötzlich ein Riesenbedarf da ist, nicht nur an Fachkräften, manchmal an Arbeitskräften überhaupt, dass die Weiterbildungsinstitutionen und die Ausbildungsinstitutionen in diesen Regionen schon jetzt eine viel größere Rolle spielen und dass wir sie nutzen müssen, um eine Weiterbildungsstruktur zu integrieren, die nicht nur auf privaten Akteuren beruht, sondern die zum Beispiel Berufsschulen zu regionalen Lernwerkstätten umbaut, die Hochschulen, insbesondere Fachhochschulen, zu Orten und Infrastrukturen des lebenslangen Lernens macht, und zwar für alle Statusgruppen in der Berufswelt. Also das Ziel muss doch sein, durch Weiterbildung passende Unterstützungsstrukturen zu ermöglichen, die dann so funktioniert, dass eine Arbeitsgesellschaft 4.0 mit den digitalen Anforderungen, den ökologischen Anforderungen auch tatsächlich funktioniert. Also solidarische Lösung, das heißt für uns als Heinrich-Böll-Stiftung und ich glaube auch für den BNW, Weiterbildung muss allen offen stehen und sie wird dann dazu beitragen,
dass Menschen sich durch Qualifikation ihren Lebensweg im und ihren Beruf, ihren beruflichen Weg, ihre Karriere selbstbestimmt wählen können. Und das ist wichtig und deswegen sehen wir, es gibt so viel zu tun auf dem Weg in Richtung Nachhaltigkeit. Wir brauchen Mitstreiterinnen, Mitstreiter. Heinrich-Böll-Stiftung, BNW gehen schon an vielen Stellen gemeinsam. Das kann und darf und muss sich auch erweitern. Wir brauchen die grünen Köpfe, insbesondere in den Branchen, auf die es jetzt ankommt. Und da haben wir viel, viel Nachholbedarf. Und deshalb, glaube ich, wird das ein ganz, ganz wichtiger Tag, der mit einer hoffentlich lehrreichen, inspirierenden Debatte Sie alle, auch diejenigen, die Sie jetzt hier digital sich beteiligen, mit hineinnimmt und anregt. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch noch danken, und zwar Ute Brümmer und Monika Steins hier aus unserem Team von der Heinrich-Böll-Stiftung, unseren Kolleginnen und Kollegen, die das digital hybride Tagen überhaupt möglich machen in unserem Tagungsbüro. Und natürlich ganz besonders an unsere langjährigen Kooperationspartnerin, ich habe es schon gesagt, insbesondere Katharina Reuter. Und ich freue mich sehr, dass ich das Wort jetzt an Sie übergeben darf. Viel Spaß heute. Ja. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Danke, liebe Ellen, für die Einleitung, das, was uns heute erwarten wird. Ich bin Katharina Reuter, Geschäftsführerin vom BNW. Wir sind die politische Stimme der nachhaltigen Wirtschaft. Wir werden dieses Jahr 500 Mitgliedsunternehmen erreichen. Wir wachsen über die letzten Jahre stetig und werden eben auch immer stärker gehört. Wir sehen, dass eben die Themen nachhaltiges Wirtschaften, Klimaschutz, alles das, was unsere Pionierunternehmen zum Teil seit 30, 40, 50 Jahren oder noch länger vorantreiben, die sind sozusagen aus der Rolle der Nische rausgewachsen, längst quasi als Role Model angesehen und sind jetzt gefragt von dem großen Teil der Wirtschaft, der sozusagen bisher sich noch nicht oder zu wenig bewegt hat, um einfach davon den guten Beispielen zu lernen. Ich möchte Sie herzlich zu unserer diesjährigen Jahrestagung in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung begrüßen. Auch wieder online, aber wir gehen fest davon aus, dass wir dann uns 2022 in unserem Jubiläumsjahr, wir werden nächstes Jahr 30, wieder persönlich sehen. Ellen hat schon gesagt, Klimakrise, Transformation, Digitalisierung, viele, viele Transformationsbewegungen, wo sich die Unternehmen darauf einstellen müssen, aber natürlich auch die Politik mit dem richtigen Rahmen dafür sorgen muss, dass eben ja dieses Thema Fachkräftemangel beispielsweise nicht dazu führt, dass tatsächlich Aufträge nicht angenommen werden können. Und wir sehen, dass tatsächlich auch verstärkt in unserer Mitgliedschaft, dass immer mehr Unternehmen sagen, wir kriegen unsere Stellen nicht besetzt. Und es gibt jetzt eine ganz aktuelle Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft, die auch nochmal die Gründe sich angeschaut haben und beispielsweise feststellen konnten, dass nur ein Drittel der Firmen überhaupt strategische Personalarbeit betreibt. Und das war jetzt eine Befragung vor allem eben unter kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und beispielsweise nur 15% der kleinen Unternehmen informieren überhaupt auf ihrer Website über sich als Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Und wir haben als Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft dieses ganze Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wie können wir eigentlich auch die grüne Berufsorientierung voranbringen, schon lange auf dem Schirm. Und es gibt beispielsweise eine kleine Broschüre, einen Leitfaden für Sie als Unternehmerin, Unternehmer, der sich eben genau mit dieser Frage vom Ausbildungsmarketing beschäftigt. Wir würden das jetzt auch mal in den Chat für Sie bereitstellen. Diese 390 anerkannten Ausbildungsberufe, die wir in Deutschland haben, es fehlen in allen Ausbildungsberufen quasi Menschen, die sich ausbilden lassen wollen. Und wir haben eben vor allen Dingen die großen, sozusagen am schwersten betroffenen Branchen ist MINT, Gesundheit, Pflege und Handwerk. Und wir werden es heute am Nachmittag eben auch noch hören, dass wir mit einzelnen Projekten von uns da tatsächlich versuchen, auch Lösungen zu bieten. Ja,
Wir freuen uns einfach sehr, dass wir mit diesem Thema Aus- und Weiterbildung für ein klimaneutrales Deutschland am Puls der Zeit sind, am Puls der Probleme. Und unser Thema könnte aktueller nicht sein. Und weil wir ein bisschen über die Zeit sind, kürze ich das jetzt ab. Danke an Ute und Monika und Antonia stellvertretend für das Team der Heinrich-Böll-Stiftung. Danke an das Team vom BNB, die zum Teil hier vor Ort sind, aber eben auch vor den Bildschirmen sitzen. Ich habe jetzt noch ein paar technische Hinweise. In dem Question-and-Answer-Tool, was Sie unten am Bildschirmrand bei Zoom sehen können, dort bitte die Fragen an das Panel nachher stellen. Und Sie werden dann sehen, wenn da die ersten Fragen eingehen, dann haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen, die Sie auch selber interessieren, hochzuvoten. Und dann werden wir die quasi nachher gesammelt an das Podium einspeisen können. Sie können gerne auch generelle Anmeldungen, Links zu Studien, gute Ideen in den Chat schreiben. Aber eben, wenn Sie Fragen haben, gern dieses Question-and-Answer-Tool nutzen, damit wir da den Überblick behalten. So, und jetzt stelle ich Ihnen gern unseren Keynote-Speaker vor. Gerhard Zickenhainer. Ellen, du hattest auch schon auf die Studie verwiesen, die eben mit ein Grund ist, warum du hier heute die Keynote halten wirst. Du bist Architekt und warst bis vorgestern Mitglied des Deutschen Bundestages. Und ich habe dich gerade gefragt, was machst du denn jetzt? Und du hast gesagt, ich mache Käse. Im schönen Südschwarzwald, Ziegenkäse und etwas Entschleunigung. Und ich finde, das klingt nach einem richtig guten Plan. Im Bundestag hast du dich eben besonders mit den Themen Fachkräften und Klimaschutz auseinandergesetzt. Und wir freuen uns jetzt auf deine Keynote, Herausforderungen für Beschäftigung in Zeiten von Klimawandel und Digitalisierung. Deine Bühne. Ja, ein ganz herzliches guten Morgen zuerst mal. Ich möchte mich zuallererst bedanken dafür, dass ich zum Thema, das mich im Bundestag sehr stark umgetrieben habe, auch zwei Tage nachher noch mal reden darf. Es liegt mir wirklich am Herzen. Und ich habe jetzt die Chance, in ein paar Minuten unterzubringen, was eine Studie mich eigentlich so 1,5 Jahre lang beschäftigt hat. Und ich möchte meinen kurzen Vortrag gliedern in 3 Punkte, nämlich meine persönlichen Einschätzungen aus meiner beruflichen politischen Praxis zum einen. Die Kurzstudie, die hieß Herausforderungen für die Beschäftigung in Zeiten von Klimawandel und Digitalisierung, mitsamt den Anregungen, da werden wir ja nachher drüber sprechen, wie ein Arbeitskräfteaufwuchs gesteuert werden könnte, und dann meine persönliche Zusammenfassung. Ich bin eigentlich gar kein klassischer Arbeitsmarkt- und Bildungspolitiker, sondern ich komme aus der beruflichen Praxis. Ich war Architekt und Gemeindestadt- und Regionalentwickler. Und im Bundestag habe ich mich vor allem mit kommunalem Klimaschutz beschäftigt und Nachhaltigkeit. Und über die thematische Verbindung kam ich dann zum Thema Fachkräfteaufwuchs in klimarelevanten Berufen. Ich sah einfach den Widerspruch zwischen beruflicher Erfahrung auf der einen Seite im Gegensatz zur Erwartung auf politischer Ebene, wie Klimaneutralität tatsächlich generiert werden kann. Und Politik ist meistens sehr weit weg von den KMU, vor allem von den kleinen Unternehmen. Man kümmert sich um oder man redet mit den Großen, der Automobilindustrie, den Energiekonzernen, den Pharma-Riesen, vielleicht gelegentlich auch mit den großen Baufirmen. Die sind allesamt top-down strukturiert. Die können binnen einiger Jahre Transformationsprozesse durchpeitschen, Strukturen ändern und sie können Geschäftsmodelle wechseln. Wenn wir über die Transformation hin zur Klimaneutralität reden, dann reden wir meistens auch von denen und können mit Vorgaben und Änderungen deren Change Management zur Höchstleistung bringen. Wir können Strukturwandel gestalten und Transformation auch beschleunigen. Wir übersehen dabei, dass auf dem Weg zur Klimaneutralität ein ganz großer Prozentsatz von Kleinbetrieben und Planungsbüros vor Ort mit 1 bis 30 Mitarbeitern geleistet werden muss. Und die ticken völlig anders. Ein Statiker, der wie fast alle anderen in der Baustatikbranche Betonbau studiert hat und 20 Jahre tätig ist, der baut keine Holzhäuser. Ja, berät auch nicht in der Richtung. Wenn Sie heute einen Heizungsbauer fragen, welche Sorte Heizung einzubauen wäre, dann rät der Ihnen in 95% der Fälle zu Gas. Und wenn Sie einen Tiefbauingenieur, der jahrzehntelang Umgehungsstraßen geplant hat, um Radwege bitten, dann kommt meistens wenig Gutes raus. Es sei denn, er hat eine junge Hochschulabsolventin, aber die sind rar. Holzbauingenieure beginnen jetzt erst gelegentlich aus den Hochschulen zu tröpfeln, nachdem man gerade einige wenige Stiftungsprofessuren eingerichtet hat.
Erschwerend wirkt die Struktur und die Arbeitsweise von Kleinbetrieben. Die üblichen Ingenieurbüros und Handwerksbetriebe sind besser gewohnt, mit Krisen umzugehen, als mit Konjunkturschüben oder Transformationsprozessen. Die strategische Betriebsführung wird anhand der Bilanz geplant. In Fortbildung schickt man oft nur, wenn ein direktes Return of Invest ersichtlich ist. Auf Förderprogramme reagiert man kaum oder verhalten, weil die alle paar Jahre wechseln. Mitarbeiteraufwuchs, Fehlanzeige, der Arbeitskräftemangel ist der langjährig gewohnte Standard. Dort ist niemand daran gewöhnt oder darin geschult, einen Betrieb auf die zwei- oder dreifache Größe heraufzufahren, die Firmenstruktur und gleichzeitig das Angebot anzupassen. Der nächste Punkt ist die konservative Aus- und Weiterbildung oder die mangelhafte Digitalisierung. Ich könnte Ihnen von Bauzeichnerprüfungen erklären, die auf Winkeldreieck und Zirkel aufbauen, obwohl Architekten seit Jahren mit CAD arbeiten. Von Zimmerlehrlingen, die mit der Schlauchwaage hantieren, weil die Schule keine digitale Leseeinrichtung besitzt. Und von Weiterbildungsoptionen für Architekten, deren Wert zumindest hinterfragbar wäre. Das ist alles nicht repräsentativ, das ist mein eigener Eindruck, aber das Gefühl, dass da noch jede Menge Luft nach oben ist, teile ich wahrscheinlich mit vielen. Ein Riesenproblem, das wir haben, ist das Desinteresse an den Handwerksberufen. Es ist allseits bekannt, wie schwer sich junge Menschen tun, einen Handwerksberuf zu ergreifen. Oder besser noch, wie schwer sich die Eltern tun, ihre Kinder nicht aufs Gymnasium zu geben. Übersehen wir dabei zum Beispiel, wie viele hochqualifizierte Wissenschaftler sich an Universitäten mit schlecht bezahlten Jahresverträgen bis ins mittlere Alter quälen und dann irgendwann mal Geld zu verdienen. Und wie viele hochqualifizierte Menschen im Bankenwesen mittelmäßige Routinejobs als Lebensaufgabe vorgesetzt kriegen. Die mangelhafte Integration Geflüchteter und die fehlende Fachkräftezuwanderung, Ellen, du hast schon angesprochen. Sie glauben nicht, wie oft ich nach 2015 von Firmeninhabern angefragt wurde, ob ich nicht Geflüchtete als Bauhilfsarbeiter rekrutieren könnte. Konnte ich natürlich nicht, weil die nicht durften. Dabei sind die bezahlte Arbeiten, die damit verbundene sozialen Stati, in meinen Augen der beste Integrationsfaktor. Die Qualifikation anerkannter Flüchtlinge ist oft mangelhaft. Ich hatte selber einen syrischen Architekten zur Probe. Dort baut man ganz anders, wesentlich einfacher. Und der Mann hätte mindestens 3 Jahre Studium nachholen müssen, aber das war nicht arrangierbar in unserer Gesellschaft. Und die gegenwärtige Voraussetzung für Zuwanderung führt mitnichten dazu, dass qualifizierte Fachkräfte dies in entsprechend in nennenswertem Umfang tun. Wie man mit dem Fachkräftemangel in klimarelevanten Berufen hinsichtlich des Klimapakets 2020 umgehen will, habe ich die ehemalige Bundesregierung schon einer kleinen Anfrage im September 2020 gefragt. Aufgeteilt in einzelne Bereiche war die Antwort unisono, außer im Sektor Automobilindustrie, dass man von Fachkräftemangel ausgehe, aber den Umfang des Mangels überhaupt nicht kenne. Ist doch famos, oder? Da startet man ein zielorientiertes Programm, sichert die Finanzierung und dann ist Schluss. Keine einzige Maßnahme, die den Mangel an Fachkräften differenziert, quantifiziert, lokalisiert und klarstellt, wie mit dem ermittelten Umfang des Mangels umzugehen sei. Man wirft das Geld hin und geht davon aus, dass umgesetzt wird, irgendwie. Das war der Anlass für die grüne Fraktion, mir Mittel zur Verfügung zu stellen, um das untersuchen zu lassen, wie viele klimarelevante Arbeitsplätze zusätzlich entstehen und wie der Bedarf gedeckt werden könnte. Und ich erfuhr bei der Suche nach geeigneten Kandidaten, die derartiges können, dass die bei der Böll-Stiftung aus Untersuchungen zum Arbeitsmarkt bestens bekannten Herren Professor Dr. Jürgen Blajajczak und Dr. Dietmar Edler, ehemals DIW, zwischenzeitlich freiberuflich tätig sind. Und die hatten Lust auf das Thema und jede Menge Expertise. Ich kann hier nur eine Kurzfassung der Studie der beiden zum Besten geben. Ich zitiere zum Teil, ohne zu benennen. Beauftragt im März 2020 war die Messlatte, die damals postulierte Klimaneutralität bis 2050 mit einem Zwischenziel von 65% bis 2030 gegenüber 1990. Der entsprechende Maßnahmenkatalog entsprach den Ergebnissen der Studie von Prognos, Öko-Institut und Wuppertal-Institut im Auftrag von Agora Energiewende, Agora Verkehrswende und Stiftung Klimaneutralität.
In der Studie wird von einem Investitionsbedarf von rund 2.150 Milliarden Euro für den Zeitraum 2015 bis 2050 in vier Handlungsfeldern ausgegangen. Auf das Handlungsfeld Haushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen fiel mit 32% davon der größte Investitionsbedarf, gefolgt von Handlungsfeld Verkehr mit 30% und dem Handlungsfeld Energie und Umwandlung mit 27%. Deutlich geringer fallen die Investitionserfordernisse im Handlungsfeld Industrie aus, mit 11%. Unter der gemachten Annahme zum Zeitverlauf der Investition fällt die jährlich größte Investitionssumme im Jahr 2035 an. In diesem Jahr werden 121 Milliarden Euro Investitionen für das Ziel eines klimaneutralen Deutschlands getätigt. Das ist also nicht einfach eine Gerade, wo man immer gleich viel investiert, sondern es fängt langsam an, steigt zu einem Peak 2035 und senkt sich dann zum Ende wieder. Übrigens, der Arbeitskräftebedarf für die Exportgüter, und wir wollen ja wieder Weltmeister werden im Exportieren auch von klimarelevantem Material. Die Exportgüter von Klimaschutz und die Resilienzmaßnahmen, gerade nach diesem Sommer, wissen ja alle, wie nötig die auch sind, gerade im Bereich Flusssicherung, konnten von der Studie nicht berücksichtigt werden. Dass dort zusätzlich Bedarf in erheblichem Umfang entsteht, kann aber vorausgesagt werden. Im Ergebnis zeigt sich, dass der Arbeitskräftebedarf zwar in allen Produktionsbereichen der Volkswirtschaft spürbar ist, sich aber doch auf einige Produktionsbereiche konzentriert. Im Jahr 2035 ergibt sich durch die Investitionen für ein klimaneutrales Deutschland ein Arbeitskräftebedarf von berechneten 767.000 Personen. Auf das Ausbaugewerke der Bauwirtschaft entfallen allein 203.000. Das sind mehr als ein Viertel des gesamten klimarelevanten Arbeitskräftebedarfs. Auch im Maschinenbau, das sind 11% des Gesamtbedarfs, und in elektrischen Ausrüstungen mit 7% entsteht erheblicher Arbeitskräftebedarf. Auf die 10 Bereiche mit dem größten Bedarf entfallen 72% des Gesamtbedarfs an Arbeitskräften. Die qualitative Verteilung kommt in der Studie so: Experten 10%, Spezialisten 13%, Fachkräfte 58%, das ist eine ganz interessante Zahl, aber auch 19% Helfer, das heißt ungelernte Menschen, die schnell in Lohn und Brot durch klimarelevante Berufe kommen können. In Gesprächen mit Blajejak und Edler habe ich immer wieder auf die Vorlaufzeiten für den Fachkräfteaufwuchs verwiesen. Am plausibelsten erschien mir zur Erläuterung das Thema der Gebäudeisolierung. Wir haben eine Anzahl X von Unternehmen, die momentane Auftragslage für Wärmedämmverbundsysteme gerade mal so hinbekommen. Wir wissen, dass wir jährlich aber durchschnittlich mindestens 2,5 mal so viel Häuser dämmen sollten. Der Aufwuchs in dieser Branche findet momentan quasi nicht statt und bedarf massiver Anreize auf verschiedenen Ebenen. Mit der Akquisition von Menschen geht ein Ausbau der Berufsschulen einher. Die Menschen müssen dann dort eine Ausbildung absolvieren und das alles braucht natürlich Zeit. Und selbst wenn wir in den kommenden 5 Jahren auf den Faktor 1,5 kommen, müssen wir um 2035 wahrscheinlich den Faktor 3,5 erreichen, um im Mittel den Faktor 2,5 gegenüber dem Stand von heute zu generieren. Das heißt im Klartext, jeder wärmedämmende Betrieb muss auf den etwa 3,5-fachen Stand anwachsen bis zum Peak um 2035. Wer die Baubranche kennt, dem erscheint es zu gegenwärtigen Bedingungen schlichtweg unmöglich. Blajejak und Edler liefern Anregungen, wie man den Mangel entgegentreten könnte. Zum einen setzt der Strukturwandel Arbeitskräfte in Branchen wie Automobilindustrie und Braunkohlenutzung frei. Die Erschließung dieser Potenziale kann durch Informationskampagnen, Qualifikations- und Umschulungsprogramme und eine verbesserte Gestaltung von Arbeitsbedingungen unterstützt werden. Im begrenzten Umfang kann das Arbeitskräfteangebot durch eine Steigerung der Erwerbsbeteiligung, insbesondere von Frauen und Älteren, sowie durch eine Erhöhung der Arbeitszeit entsprechender Arbeitszeitwünschen ausgeleitet werden. Ansatzpunkt dafür liegen etwa in einer Verbesserung der Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsmöglichkeiten, in einer familien- und altersgerechten Gestaltung der Arbeitsbedingungen sowie in Beseitigung von Fehleinreizen, insbesondere dem Ehegattensplitting. Unabhängig von einer Steigerung der inländischen Erwerbsbeteiligung benötigt Deutschland einen kräftigen jährlichen Zuwanderungsüberschuss. Dabei wäre eine Zuwanderung höher qualifizierter Menschen wünschenswert.
Sie kann durch eine Liberalisierung der Zuwanderung, eine vereinfachte Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen, der Schaffung besseren Zugangsmöglichkeiten in das deutsche Ausbildungssystem und die Förderung des Erwerbs deutscher Sprachkenntnisse unterstützt werden. Bestehende Potenziale von Arbeitskräften, das sind BranchenwechslerInnen, Arbeitslose, geringqualifizierte BerufsrückkehrerInnen, können erschlossen werden, um durch geeignete Qualifizierungsmaßnahmen bestehende Lücken bei Fachkräften zu verringern. Aussichtsreich erscheint auch die Nutzung modularer Teilqualifizierungsmaßnahmen. Höhere Löhne sind als Instrument, Fachkräfte aus Engpässe zu entschärfen, nur begrenzt wirksam. Hilfreich könnte aber mehr Möglichkeiten für eine stärkere betriebliche Lohndifferenzierung sein. Soweit also in Auszügen Blajejak und Edler im Mai 2021. Ich möchte meine Botschaft wie folgt zusammenfassen. Uns fehlen gewaltig viele Menschen in klimarelevanten Branchen. Das zeigen inzwischen nicht nur die beschriebene Studie. Eine ganze Reihe von Studien hat sich zwischenzeitlich mit der Thematik mit ähnlichen Resultaten befasst. Aus- und Fortbildung sind ein wesentlicher Faktor beim Aufwuchs klimarelevanter Fachkräfte. Die Ausgestaltung gelingt aber nur, wenn die gegenwärtigen Mentalitäten, Strukturen und die Arbeitsweisen der kleineren und mittleren Betriebe und ihrer Beschäftigten berücksichtigt wird und die Ausbildung den Anforderungen der Zukunft tatsächlich auch gerecht werden. Uns muss klar sein, nur unter der Prämisse, dass die aufrüttelnden Ergebnisse und die aufskizzierten Lösungsansätze weiter profund untersucht werden und treffsicher ausgearbeitet und umgesetzt werden. Nur dann gelingt uns die Umsetzung der Transformation zur Klimaneutralität, auch außerhalb der großen Konzerne, also bei den KMU. Ohne deren In-Time-Mitwirken verpassen wir das 1,5 und wahrscheinlich auch das 2-Grad-Ziel. Danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank für diese, oh, das wackelt hier irgendwie etwas, die Bühne. Vielen Dank für diesen Überblick. Jetzt haben wir sozusagen die Zahlen auf dem Tisch, die Probleme und das Panel gleich wird sich natürlich auch mit Lösungsansätzen beschäftigen. Ich darf Ihnen unsere Moderatorin vorstellen, Hanna Gersmann, Journalistin für viele Zeitungen, unter anderem für die Taz tätig. Hanna, wir freuen uns jedes Mal, wenn du unsere Veranstaltung moderierst und ich übergebe dir gern das Mikrofon. Katharina Reuter, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, meine Damen und Herren. Wo ist eigentlich die TV-Talkshow, in der mal über Bildungspolitik geredet wird? Wo ist der Lauterbach der Bildungspolitik, meine Damen und Herren? Da muss sich etwas ändern. Die Süddeutsche Zeitung sagte es vor kurzem mal so. Warum kursieren Geschichten über Koalitionsverhandlungen, in denen sich zwei Spitzenpolitiker eine Nacht lang ein Schweigeduell liefern? Weil sie beide das Finanzministerium für sich beanspruchen, aber keine entsprechenden Berichte über den Kampf um das Bildungsressort. Tja, da muss ich was tun. Eine Welt, die gegen die Klimakrise kämpfen will, braucht grüne Jobs, Profis für morgen, Investitionen in die Köpfe. Wir haben es gerade gehört, mit alter Schule kommt man da nicht richtig weiter. Aber was muss ich genau tun in der Aus- und Weiterbildung? Welche Rolle haben da die Unternehmen? Welche Rolle die Bildungseinrichtungen? Und was müssen die Koalitionäre von SPD, Grünen und FDP beachten, die sich ja gerade in die Einzelheiten stürzen? Das klären wir jetzt mit Ihnen allen, die uns zuschauen. Und wir haben dafür Gäste, für die diese Bildungsfragen tägliches Geschäft sind. Sie kennen sich besonders gut aus und sind sozusagen die Profis für die Fragen der Zukunft. Wir reden über Aus- und Weiterbildung, grüne Köpfe für ein klimaneutrales Deutschland. Ich freue mich sehr mit, wo steckt sie, Nicola Brandt. Hallo, ich bin hier. Können Sie mich hören? Da ist sie. Nicola Brandt, wir sehen Sie. Sie leitet das OEC Berlin Center. Das ist die Vertretung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im deutschsprachigen Raum. Die OECD ist berühmt, nicht nur dafür, aber schon besonders für ihre Studien zur Bildung. Da gibt es dann immer auch diese Ländervergleiche, wo sich zeigt, wer macht was eigentlich besonders gut. Das Prinzip heißt, lernen von den Besten. Versuchen wir, Nicola Brandt, toll, dass Sie da sind, uns zugeschaltet sind.
Normalerweise wird es jetzt einen Applaus geben. Ich mache das mal kurz und begrüße sofort Barbara Hemkes. Sie forscht am Bundesinstitut für Berufsbildung, leitet dort den Arbeitsbereich innovative Weiterbildung, Durchlässigkeit, Modellversuche und hat sich längst einen Namen gemacht als Fachfrau im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sie sagt, Nachhaltigkeit werde zu oft einfach nur als Haltung verstanden. Es sei aber ein großes Kompetenzfeld. Was das konkret heißt, reden wir auch drüber. Wie schön Sie zu sehen, Barbara Hemkes. Und jetzt begrüßen wir zudem eine aus der Praxis, Christine Vollmer, zuständig für die Personalarbeit bei Riso und Müller. Genauer gesagt ist sie Head of People and Culture und hat gut zu tun. Riso und Müller produziert am Rande des Odenwalds im hessischen Mühltal E-Bikes und Cargo-Bikes, will dem Auto- und Lkw-Verkehr etwas Klimataugliches entgegensetzen. Das Wachstum ist enorm. Wie Vollmer das bewältigt, was auch Culture bedeutet, hören wir gleich. Christine Vollmer, herzlich willkommen. Ja, danke und viele Grüße aus Mühltal. Wunderbar. Wo ist Barbara Hemkes? Die brauchen wir noch, aber einen haben wir ganz sicher hier, das ist Gerd Zickenhainer in Lörrach, das haben Sie eben schon gehört. Da hat er sein Architekturbüro und mir hat er erzählt, als er ins politische Berlin und zu den Grünen in die Arbeitskreise kam, hat er dann immer wieder gehört, ja, wir müssen den Klimaschutz voranbringen, aber wer das eigentlich bewerkstelligen soll, das ist ihm nie beantwortet worden. Also nahm er das Thema selbst in die Hand, hat er gerade gehört, haben Sie gerade gehört, er klemmte sich so richtig dahinter und jetzt nimmt er sich Zeit für diese Diskussionsrunde. Toll, Gerd Zickenhainer, das freut uns sehr. Was tut sich da derzeit schon? Wir müssen das noch einmal aufdröseln. Wir haben ja schon ein bisschen etwas gehört über die verschiedenen Ansätze, was man da tun muss. Aber schauen wir mal, was da eigentlich im Moment los ist. Und wir fangen mit Christine Vollmer an. Christine Vollmer, Riso und Müller, der Name, der kommt ja von den beiden Gründern. Markus Riso und Heiko Müller. Und das ist eigentlich so eine klassische Silicon Valley-Geschichte. Also die erste Firmenadresse war eine Garage. Die beiden haben sich beim Maschinenbaustudium am ersten Tag an der TU Darmstadt kennengelernt und sich dann gesagt, okay, wir müssen mal was tun und ein Faltrad entwickelt, das Birdie. Heute haben sie gut 700 Mitarbeiter und allein in den vergangenen 12 Monaten so ungefähr haben sie 100 Leute eingestellt und sie werden auch noch mehr Leute einstellen. Wo finden Sie die alle? Oder haben Sie auch Probleme? Ja, natürlich. Also auch wir sehen das als große Herausforderung, genügend Menschen zu finden, die wir beschäftigen können, auf jeden Fall. Wir investieren da auch einiges, probieren auch immer wieder neue Wege und Methoden aus, wie wir Menschen ansprechen können und begeistern können, auch für das Unternehmen Riso und Müller. Ja, aber es ist tatsächlich eine Herausforderung und braucht viel Energie. Welche Methoden sind das? Gut, wir sind gerade jetzt für den Produktionsbereich, also wir haben die E-Bike-Produktion hier in Mühltal ansässig. Der ist auch sehr groß mit mehreren hundert Menschen und wir sind relativ schnell davon weggegangen, Monteure, Fahrradmonteure über klassische Stellenanzeigen zu suchen und vor allem über das klassische Bewerbungsverfahren, in dem man heutzutage ja irgendwo digitale Unterlagen hochladen sollte. Wir führen zum Beispiel seit längerem erfolgreich Bewerbertage durch, versuchen da einfach die Bewerbungsbarriere sehr, sehr niedrig zu setzen. Man kann sich anmelden, zu einem Bewerbertag kommt, kriegt Einblicke ins Unternehmen, ja, darf sein handwerkliches Geschick natürlich etwas unter Beweis stellen bei uns, bekommt ein persönliches Gespräch. Genau, und damit zum Beispiel machen wir gute Erfahrungen. Wie bewerben Sie die Bewerbertage? Über Social Media oder wie machen Sie das? Ja, Social Media und viel auch über die Tageszeitung. Jetzt ist ja mittlerweile die Produktion bei Riso und Müller komplett auf E-Bikes umgestellt. Sie haben nur noch den Klassiker dabei, ja? Genau, also genau. Das Birdie ist noch dabei, das wird klassisch angetrieben. Ist ja auch sozusagen die Wurzel des Unternehmens, davon trennt man sich ungern. Origami-Führräder, das muss man sich ja auch erstmal ausdenken. Aber diese E-Bike-Produktion, das sind ja neue Anforderungen auch an Mitarbeiter. Nehmen Sie da nur Maschinenbauer oder Maschinenbauerinnen oder welche Fähigkeiten muss man eigentlich mitbringen? Also für die E-Bike-Montage suchen wir tatsächlich, wenn wir Fachpersonal suchen würden, Fahrradmonteure. Die finden wir natürlich nicht in dem Maße, wie wir sie brauchen. Daher stellen wir sehr, sehr viele
ungelernte Kräfte an und bilden die eben selber aus für die notwendigen Montageschritte und die Produktkenntnisse. Und ansonsten tut sich natürlich in den Berufsfeldern viel, also gerade im Bereich Produktentwicklung und Entwicklung von, sag ich mal, digitalen Produkten auch am E-Bike sind natürlich auch bei uns sehr, sehr viele neue Berufsbilder entstanden, die dann auch viel in den Bereich Digitalisierung gehen. Beispielsweise. Das hört sich so einfach an, die bilden wir dann einfach aus. Eben von Herrn Zickenhainer haben wir gehört, naja, da braucht man womöglich 3 Jahre nochmal eigentlich eine richtige Ausbildung, um dann auch das Fach zu verstehen. Wie machen Sie das? Wie schnell geht es bei Ihnen? Also letztendlich ist es schon auch ein Aufbau von Fachkenntnissen, der über Jahre dauert dann. Wir fangen von vorne an. Also wenn die Leute zu uns kommen, dann bekommen sie erstmal Basis-Montageschritte, Basis-Produktkenntnisse vermittelt und dann funktioniert ganz viel über Training on the Job, indem man einfach stufenweise dann erst einfachere Arbeitsschritte lernt und irgendwann dann auch komplexere Arbeitsschritte übernehmen kann. Oder dann eben auch übergeordnete Patenbetreuungsaufgaben zum Beispiel. Oder Qualitätsaufgaben. Also da ist, das Schöne ist, sage ich mal, oder was ich als schön empfinde, ist, wenn man in-house ausbildet und Chancen gibt, dass man natürlich Menschen auf einem ganz tollen Entwicklungsweg irgendwo auch begleiten kann und auch teilhaben kann an Entwicklungen. Also das vielleicht mal auch als positives Beispiel. Ja, Sie machen auch so ein Meet and Greet für neue Kollegen und Sie duzen sich alle im Unternehmen. Ist das das, was man jetzt unter dem Begriff Culture verstehen muss, dass Sie quasi so eine Willkommenskultur etabliert haben? Auch, ja. Also das Thema Kultur ist natürlich vielfältig, aber berührt auch das Thema, wie begegnen wir uns bei Riese und Müller und wie arbeiten wir auch zusammen. Und jeder, der bei Riese und Müller seinen ersten Arbeitstag hat, hat erstmal eine Einführungsveranstaltung. Und in der Einführungsveranstaltung thematisieren wir zum Beispiel die Dudes-Kultur. Aber unsere E-Bike-Monteure, die beginnen, bekommen in den ersten 3 Tagen auch schon Themen vermittelt, wie ist die Fehlerkultur bei uns zum Beispiel? Wir fangen schon an, Mut zu machen, Feedback zu geben, in Resonanz zu treten, in Kommunikation zu treten, um auch hier, sage ich mal, wichtige Bausteine unserer Kultur gleich von Anfang an zu vermitteln. Das hört sich alles so an, als würde es bei Ihnen super laufen. Brauchen Sie die Politik überhaupt noch? Ja, sehr gerne. Natürlich. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, für viele Wege offen zu sein und einerseits natürlich zu sagen, die Hand zu heben und zu sagen, hallo, wir sehen hier einen großen Bedarf, bitte, wir brauchen auch Unterstützung, aber auf der anderen Seite eben auch nicht stillzustehen und zu warten, bis Unterstützung kommt, sondern da auch einen Schritt voranzuschreiten und sich ein Stück weit auch selber auszuprobieren. Und im Idealfall fügt sich dann beides optimal zusammen. Wunderbar, darüber reden wir gleich nochmal, wie man das optimale Zusammenfügen genauer hinbekommt. Erstmal ganz vielen Dank bis hierher. Und ich sehe jetzt Barbara Hemkes, das freut mich besonders. Das klappt jetzt alles super mit der Leitung. Barbara Hemkes, Riese und Müller investiert da viel. Und die Bahn zum Beispiel macht Schlagzeilen dadurch, dass sie Pilotin jetzt zu Lokomotivführerin ausbildet und umschult. Das löst aber natürlich alles nicht wirklich diese strukturellen Probleme, diese Frage, wer macht denn jetzt die Energiewende, wer bestellt denn jetzt die Öko-Äcker, wer kümmert sich um den klimastabilen Wald und so weiter und so fort. Braucht es aus Ihrer Sicht ganz neue Ausbildungen, ganz neue Studiengänge, ganz neue Weiterbildungskurse oder wo knüpft man da jetzt an? Also unser Herangehen im Bundesinstitut für Berufsbildung ist die, dass wir sagen, in jedem Beruf ist das relevant. Also es geht nicht darum, neue Berufe, grüne Berufe oder Ähnliches zu schaffen, sondern wir müssen alle Berufe dahin ausrichten, dass sie zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Oder andersrum positiv formuliert, wir gehen davon aus, dass alle Berufe das Potenzial haben, nachhaltige Entwicklung zu fördern. Und dieses Potenzial wollen wir rauskitzeln und das wollen wir stärken. Uns ist dabei wichtig, ich meine, die Rolle von Politik haben Sie gerade kurz angesprochen und die will ich auch überhaupt nicht kleinreden, ganz im Gegenteil. Natürlich müssen politisch die Signale gesetzt werden.
Uns ist aber wichtig, dass man das Projekt nachhaltige Entwicklung nicht als ein Projekt der Akademiker alleine oder Akademikerinnen alleine formuliert, sondern dass erkannt wird, dass alle, die in der Arbeitswelt daran beteiligt sind, auch dazu beitragen können, innovierend wirken und es ohne sie nicht gelingen kann. Von daher muss oder sozusagen sollte die Berufsbildung sich stärker darauf ausrichten. Das tut sie auch. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, wir haben sogenannte Standard-Berufsbildpositionen. Das sind Aspekte, die für jeden einzelnen Beruf wichtig sind, also nicht nur in spezifischen Berufen, sondern in jedem einzelnen Beruf. Die sind modernisiert worden zum September diesen Jahres. Und da ist ganz klar der Punkt Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit aufgenommen worden. Und es wird formuliert, dass die Auszubildenden Kompetenzen erwerben sollen, die es ihnen ermöglichen, nicht nur nach Vorgabe umzusetzen, das, was nachhaltigkeitsrelevant ist, sondern selber auch Vorschläge zu entwickeln, Maßnahmen zu bewerten und auch in Kommunikation mit internen und externen zu treten, wie Nachhaltigkeit in dem betrieblichen Kontext gefördert werden kann. Ja, und der Punkt digitalisierte Arbeitswelt gehört ja seit diesem September auch immer mit dazu. Aber jetzt ist ja die Frage, wie geht man jetzt mit der aktuellen Situation um? Die Stellenanzeigen ergrünen ja schon längst. Ja, da findet man dann solche für mich gruseligen Wörter wie Power to X oder Brennstoffzelle oder. Wie muss darauf die Weiterbildung und Ausbildung reagieren? In welchen Zeitläufen muss man da eigentlich denken? Das ist eine gute Frage. Also ich kann sehr technisch antworten. Wenn ein Beruf neu geschaffen wird, brauchen wir dafür ungefähr 1,5 Jahre. Wenn ein Beruf modernisiert wird, ungefähr 1 Jahr. Das hilft Ihnen aber natürlich nichts, weil man muss erstmal zu der Entscheidung kommen, will man da was ändern. Dazu gibt es zwei Überlegungen. Die erste Überlegung ist, das, was in den Ausbildungsverordnungen drinsteht, sind Mindestvorgaben. Also die geben nicht den Rahmen vor mit einer Grenze nach oben, sondern ganz im Gegenteil, die sagen, das muss mindestens gewährleistet werden. Und jeder Betrieb ist frei, darüber hinaus natürlich auch noch Inhalte, Verfahren oder Ähnliches zu integrieren, ohne dass damit das Ausbildungsziel gefährdet wird. Ganz im Gegenteil. Es gibt ja auch viele berufsbildende Schulen, die sich dieses Themas angenommen haben. Ich habe gerade im Chat gesehen, Herr Novacin ist da, mit Sicherheit einer der Vorreiter in diesem Kontext. Also Ausbildungsordnungen geben Mindeststandards vor. Sie hindern überhaupt nicht daran, auch andere oder weitergehende oder dann betriebsspezifische Inhalte dort reinzubringen. Das andere ist die Frage, inwieweit müssen Nachhaltigkeitsaspekte in diese Mindeststandards hineinformuliert werden. Ich komme nun aus dem Bereich Nachhaltigkeit und ich sage, ja, das muss. Ja, also wir brauchen das ganz klar, das muss sichtbar sein in den Mindeststandards. Das muss aber auch konkret sein. Also eine allgemeine Maßgabe, die sagt irgendwie, alle sollen jetzt nachhaltigkeitssensibel sein oder Ähnliches, bringt uns nichts. Sondern das muss konkret an den Tätigkeiten, wir nennen das Arbeits- und Geschäftsprozessen, die es in den jeweiligen Berufen gibt, festgemacht werden. Und das muss untersucht werden. Das fällt ja auch nicht vom Himmel. Und das machen wir in unseren Modellversuchen und haben dahingehend eine Kompetenzmatrix für bestimmte Berufe im kaufmännischen Bereich, im Lebensmittelhandwerk und Industrie entwickelt und sind auch dabei oder haben ein Modell entwickelt, wo das für alle Berufe entsprechend angewendet werden kann. Was sind das genau für Modellversuche? Wo finden die statt? Die Modellversuche sind eine gesetzliche Aufgabe des Bundesinstituts für Berufsbildung, steht also im Berufsbildungsgesetz. Wir bekommen hierfür Mittel vom BMBF, um die zu realisieren. Und das Besondere an Modellversuchen ist, dass wir hier eine Partnerschaft haben zwischen Praxis und Wissenschaft. Also es ist weder eine Entwicklung am grünen wissenschaftlichen Tisch, noch ist es, sage ich mal, nur eine sehr pragmatisch operative Entwicklung in den Betrieben, sondern das Ganze, hier werden Maßnahmen, Modelle, Konzepte entwickelt, die wissenschaftlich theoretisch fundiert sind und in der Praxis sich als praktikabel erweisen. Also die werden erprobt, verbessert in iterativen Verfahren. Und das ist das Spezifische an Modellversuchen. In den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass es total wichtig ist, auch, ich sage es mal, Politik,
also regionale Akteure oder Menschen in Funktionen in den Branchen, Branchenverbänden, insbesondere die zuständigen Stellen, also die Kammern dort mit einzubinden, um von vornherein das in übergreifenden Konzepten wirksam zu machen, aber auch um die Akzeptanz entsprechend zu fördern. Kann ich hier einen Aufruf starten, dass alle Unternehmer, die sich jetzt hier zugeschaltet haben, sich bei Ihnen melden können, wenn Sie Interesse daran haben? Da muss ich Sie ein bisschen Geduld bitten. Das sind typisch für Förderbekanntmachungen. Das heißt, da gibt es eine Förderrichtlinie, die wird über den Bundesanzeiger bekannt gemacht und dann können sich Projekte bewerben. Das ist kein Topf, der ständig offen ist, sondern immer mal wieder gibt es Mittel. Dann können wir um Projektanträge bitten und die dann gegebenenfalls bewilligen. Zurzeit haben wir keinen Fördertopf offen. Wir hoffen aber, dass wir ab Ende nächsten Jahres mit relativ mehr Mitteln ein größeres Programm starten können, wo dann das betriebliche ausbildende Personal qualifiziert werden kann. Und da bitte ich ganz, ganz doll darum, dass sich ganz viele bemerkbar machen. Ansonsten wunderbar. Ist es hilfreich, wenn man sich nicht nur bei uns dahingehend wendet, sondern natürlich an das Ministerium. Das muss die Mittel geben. Da haben wir leider selber keine Entscheidungsgewalt darüber, wie viele Mittel uns hierfür zur Verfügung gestellt werden. Wunderbar, schreiben Sie Briefe. Ganz herzlichen Dank, Barbara Hemkes, erstmal bis hierher. Wir reden gleich auch mit Ihnen weiter, was sich genau tun muss und wie man das alles modernisieren kann. Aber erst müssen wir jetzt nochmal Nicola Brandt von der OECD nach Rat fragen, wie Deutschland, sagen wir, so richtig schnell klimaschlau werden kann. Nicola Brandt, das ist ja so eine Art Zeitenwende, die wir da jetzt gerade erleben. Mittlerweile ist mehr Arbeit da, als gestemmt werden kann. Die Windkraftbauer suchen Leute, die Kitas suchen Erziehende, Bäckereien müssen ihre Öffnungszeiten verkürzen, weil sie keine Mitarbeitenden haben, Steuerrechts- und Wirtschaftsberater, von denen hört man das auch. Und dann kommt auch noch der Zentralverband des Deutschen Handwerks, der sagt, all die zusätzlichen Bau- und Instandhaltungsvorhaben seien mit dem jetzigen Stand an Beschäftigten wohl kaum hinzubekommen. Und wir haben es von Gerhard Zickenhainer eben auch gehört. Auch da ist die Analyse so, im Baubereich ist es besonders eng. Muss man jetzt erst einmal gucken, wo man überhaupt Leute herbekommt, bevor man über die Qualifikation redet? Ja, ich würde sagen, das hängt auf jeden Fall zusammen. Also klar, wir haben quantitativ einen Fachkräftemangel, der hat sich vielleicht auch nochmal verschärft durch diese Covid-Zeit, dadurch, dass Grenzen geschlossen waren und auch, ich glaube, das haben wir uns noch gar nicht so richtig, das sehen wir noch gar nicht so richtig, wie viele Leute, die hier dafür sorgen, dass Alte gepflegt werden, dass Kinder betreut werden, dass auch Häuser isoliert werden, wie viele davon in ihre Ursprungsländer zurückgegangen sind und vielleicht auch nicht wiederkommen. Aber insgesamt ist der Trend natürlich da, darüber haben wir auch schon gesprochen, Alterung. Deutschland gehört zu den OECD-Ländern mit dem höchsten Anteil bereits heute über 65-Jähriger. Die sind über 30% im Verhältnis zur erwerbsfähigen Bevölkerung und das wird sich natürlich nochmal steigern. Und gleichzeitig ist es so, dass wir eben Trends haben, dass es große Veränderungen in der Wirtschaft gibt. Das ist einmal Digitalisierung und die Nachhaltigkeit. Und wir sehen jetzt schon einen Trend, dass eben die Nachfrage, die Kompetenzen, die nachgefragt werden, vor allen Dingen höhere Qualifikationen, Kompetenzen beinhaltet. Also es geht so, das sehen wir in unseren Daten sowohl im Hinblick auf Kompetenzen, wenn man die also misst als Lesefähigkeit, Numeracy Skills, sagen wir, also Mathematikfähigkeiten. Menschen, die das haben, die kriegen besonders attraktive Jobs. Und mittlere Qualifikationen, die werden an zunehmend weniger nachgefragt, weil sie standardisierbar sind, sie können automatisiert werden. Und auf der anderen Seite gibt es eben eine Polarisierung, also sagen wir mal, das, was man oft als geringer qualifizierte Jobs einstuft, also persönliche Dienstleistungen, auch wieder hier die Pflege, Altenpflege, Kinderbetreuung, die ist eben weiter nachgefragt. Wobei man da sagen muss, da könnte man auch höhere Qualifikationen brauchen. So, und was ist jetzt zu tun? Also ich denke, die Hebel haben wir schon so ein bisschen gehört. Einmal haben wir natürlich eine Frau, wir haben eine relativ gute oder Deutschland hat eine relativ hohe Frauenerwerbsbeteiligung im internationalen Vergleich, aber viele Frauen arbeiten eben nur sehr wenig Stunden
und können damit, ja, das hat viele Folgen, eine große Rentenlücke, eine große Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Aber es bedeutet auch, dass sie eben nicht immer entsprechend ihrer Fähigkeiten sich weiterentwickeln. Warum ist das jetzt wichtig für die Nachhaltigkeitswende? Also es gibt zum Beispiel viele Ingenieurjobs oder auch Techniker, Technikerinnenjobs, die nachgefragt werden, wo der Anteil eben von Frauen, die sich dafür interessieren, besonders gering ist. Und da gibt es einiges, was man auch praktisch tun kann, um mehr Frauen und Mädchen zu motivieren, sich da zu beteiligen. Das fängt relativ früh an eigentlich, dass man muss eigentlich schon in der frühkindlichen Bildung, in der Schule gegen Stereotype kämpfen. Da gibt es aber auch Mittel. Vorbilder können da wirklich Wunder wirken. Da gibt es zum Beispiel Beispiele aus Frankreich, wie Wissenschaftlerinnen. Wenn man Wissenschaftlerinnen, Naturwissenschaftlerinnen in Schulen schickt, dann sieht man, dass sich mehr Mädchen, auch nach einer halben Stunde einfach, dafür entscheiden, den naturwissenschaftlichen Weg einzuschlagen. Natürlich ein zweiter Punkt ist, der vielleicht wichtig ist, Deutschland im internationalen Vergleich, also ein Land mit besonders starkem Fachkräftemangel, der aber im Grunde alle entwickelten Länder jetzt betrifft, aber gleichzeitig auch ein Land, das sich immer noch eine sehr große Bildungsungleichheit leistet. Das sehen wir zum Beispiel in den OECD-PISA-Ergebnissen, also die Abhängigkeit vom sozioökonomischen Hintergrund der Ergebnisse ist, also geht unheimlich weit auseinander. Und da aber, ja, können Sie uns das mal erklären? Also wie Deutschland eigentlich in so eine Situation reinschlittern konnte? Ich meine, dass die Babyboomer jetzt bald in Rente gehen, also die geburtenstarken Jahrgänge der 50er und 60er Jahre, das ist ja nun, war ja eigentlich planbar. Und wenn man mal zurückblickt, 2008, da hieß die Bundeskanzlerin schon Angela Merkel und die hat damals die Bildungsrepublik ausgerufen und Bildung für alle versprochen. Was ist da in der Zwischenzeit passiert? Ja, naja, es ist natürlich... Also es hat zumindest zwischen dem ersten PISA-Schock 2000 und dann bis 2009 schon auch viel Bemühungen gegeben, mehr zu tun, um benachteiligte Kinder in der Schule besser zu fördern, um auch Kinder von eingewanderten Personen besser zu fördern. Ich denke, da ist einiges geschehen. Richtig ist aber, dass seither die Fortschritte so ein bisschen stagnieren. Und ich glaube, man da auch neuen Anschub braucht, insbesondere eben bei der Förderung benachteiligter Kinder. Das hat mit vielen Dingen zu tun, ein bisschen benennen wir auch immer diese frühe Trennung in Schulen. Aber was man sieht in Deutschland ist, was ein bisschen erschreckend ist, also bei Kindern aus Haushalten mit geringem sozioökonomischen Hintergrund, also mit relativ armen Eltern, das nimmt zu, dass sie in Schulen besuchen, wo auch andere Kinder mit vergleichbarem Hintergrund sind. Also die Segregation nimmt zu. Und was man aber auch sieht, ist, dass besonders in diesen Schulen, also in den PISA-Umfragen sagen, dass die Schulleiter besonders häufig, dass sie mangelnde Ressourcen haben, um guten Unterricht zu gewährleisten. Und ich denke da, also wenn es darum geht, Investitionsstau in Deutschland, da ist sicherlich der Bildungsbereich sehr wichtig. Deutschland gibt relativ wenig für die Primarbildung, für Grundschule aus. Es gibt jetzt natürlich Bemühungen, Kinder, oder es hat auch schon Erfolge gegeben bei der Kinderbetreuung vor der Schule, vorschulisch. Es gibt bessere Programme, es gibt Qualitätsfortschritte. Aber da muss sicherlich noch sehr viel mehr geschehen. Okay, da braucht man Anschub. Aber sagen Sie uns noch ganz kurz, was glauben Sie, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt? Werden die Gehälter jetzt steigen müssen? Das sieht man jetzt schon im Übrigen. Also gerade dort in den Bereichen, technischen Bereichen, im MINT, sogenannten MINT-Bereich in Deutschland, da gibt es einen großen Fachkräftemangel und da steigen auch die Gehälter entsprechend. Das ist auf jeden Fall so. Sicherlich auch, also wenn wir jetzt daran denken, wir wollen Frauen mobilisieren, dann geht es auch zum einen um Gehälter. Es geht aber auch darum, um Arbeitsbedingungen, die zum Beispiel ermöglichen, kleine Kinder angemessener noch zu betreuen. Die Väter müssen sich dann natürlich auch mehr engagieren. Also es geht um
Es geht um Gehälter, ganz bestimmt, um Entwicklungsmöglichkeiten. Es geht um Arbeitsbedingungen und, das ist ja unser Thema heute, auch um die Weiterbildung, dass die eben besser ermöglicht wird, auch im Beruf. Frau Hempkes hat es ja schon gesagt, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie ganz neue Jobs generieren müssen, sondern im Grunde genommen ist es so, durch die Nachhaltigkeit verändern sich fast alle Jobs. Und das heißt, die Möglichkeiten, sich zu entwickeln, die neuen Kompetenzen zu erwerben, die man braucht, um an der Nachhaltigkeitstransformation zu, um dabei zu tragen, die müssen sich auch wirklich verbessern. Wunderbar. Wir gucken gleich weiter, welche Maßnahmen es braucht. Ich frage ganz kurz noch bei Gerhard Zickenhainer nach, bevor wir dann auch mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Also im Moment sieht es ja eigentlich immer noch so aus, dass alle Politiker zwar sagen, wir brauchen Bildung, das ja auch schon seit einigen Jahren. Jetzt haben wir gerade gehört, wir brauchen neuen Anschub, auch neue Kraft. Und was macht Sie zuversichtlich, dass das jetzt passieren wird? Das Kurze Thema Pause. Also es macht mich noch nichts wirklich zuversichtlich. Ich meine, dass Rehse und Müller eine ganz tolle Politik fährt mit ihren Formen, wie sie junge Menschen angehen, ist sichtbar geworden. Das ist natürlich auch ein Trendberuf, muss man klipp und klar sagen. Also Fahrrad ist ein Kultobjekt geworden und da gelingt es ja einigermaßen dann auch Leute dahin zu bringen, dass sie sagen, ich gehe in so eine Ausbildung, da habe ich mit was zu tun. Das ist irgendwie auch so ein bisschen Selbstverwirklichung, was ich dann natürlich auch hinkriegen kann. Es ist verbindbar mit Hobby und so. Aber in wie vielen Branchen gelingt es nicht? Und wenn ich Frau Hempkes richtig gehört habe, das klang ja sehr animativ, was Sie anfangs erzählt haben. Es ist ja toll, dass man da jetzt Wissenschaft und die Betriebe zusammenbringt und schaut, was kann denn funktionieren. Aber wenn ich dann den letzten Satz höre, wir haben im Moment das Geld nicht und wir hoffen in einem Jahr Gelder zu kriegen, um dann in einen Modellversuch zu gehen und wir wissen gleichzeitig, dass wir bis 2045 klimaneutral sein sollten, dann tut sich für mich da ein Problem auf. Das Gleiche ist natürlich wirklich auch die Frage, Sie haben es vorher angesprochen, die Zuzüge ins Land, die nicht funktionieren. Ich meine, solange unsere Narrative einfach dann Flüchtlingswelle zum Beispiel beschreiben wie eine Art Invasion, statt dass man sich sagt, wir freuen uns, dass Menschen kommen, weil wir brauchen Menschen, dann funktioniert es natürlich sehr, sehr schlecht. Und unsere Form, wie wir mit Zuzug umgehen, die sind einfach auch noch nicht in der Lage, dass sie tatsächlich diesen Bedarf, den wir haben, diese Möglichkeiten, die wir auch haben, Leuten Arbeit anzubieten, die von draußen kommen, die sie dort nicht finden, die sind ja eigentlich gigantisch und wir bedienen das nicht. Offenbar braucht man andere Erzählungen. Man kann natürlich auch den Klimaschutz und vielleicht auch die Akzeptanz für den Klimaschutz erhöhen, wenn man klar macht, damit entstehen auch Jobs. Aber man muss eben auch an diesen Jobs arbeiten. Und die Frage an Sie, an die Zuschauer ist jetzt, meine Damen und Herren, wo hakt es für die nachhaltige Wirtschaft derzeit aus Ihrer Sicht in der Aus- und Weiterbildung am stärksten? Wir brauchen sie alle. Was muss sich als nächstes oder sagen wir als allererstes ändern. Wir machen dazu eine schnelle Umfrage und Sie sagen uns jetzt und schreiben uns jetzt in einem Wort, was Ihr größtes Anliegen ist. Sie machen das über das Mentimeter. Wir haben dafür ein Tool. Vielleicht kann man im Chat noch mal einen kurzen Hinweis geben. Es dauert jetzt einen kleinen Moment und dann soll sich gleich eine Wortwolke aufbauen mit den Worten, die Sie jetzt in Ihre Computer oder welches digitale Gerät auch immer Sie vor sich haben, reintippen. Was beschäftigt Sie in Ihrem Unternehmen beim Thema Aus- und Weiterbildung derzeit am stärksten? Was muss sich also ändern? Das ist die Frage. Ich sehe bisher noch nichts. Aber das wird sich gleich zeigen. Das ist quasi so ein Test für die digitale Arbeitswelt, den wir jetzt hier machen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Da geht's gleich los. Digitalisierung. Tja, ein Riesenthema natürlich. Das ist riesengroß zurzeit noch. Steht es im Chat, Sie müssen auf die Seite menti.com gehen und können dann dort go to www.menti.com und dann müssen Sie den Code 85614370 eingeben.
08561 4370. Und während Sie das machen, versuchen wir mal parallel, Herr Zickenhainer, zu klären, wann ist das eigentlich passiert, diese Abwertung des Ausbildungsberufes, wann ist das gekommen? Das Handwerk, warum zählt das nicht mehr so viel? Einfach gesagt hat, wir müssen auf die Studienberufe gehen, wir wollen es besser haben wie vorher, wir wollen auch raus aus diesen schmutzigen Jobs, also wenn man sich überlegt, wie man so kurz nach dem Krieg ein Haus aufgebaut hat, das war nicht unbedingt einfach. Und ich glaube, das war wirklich diese Generation, die das sehr stark geprägt hat, und wir sind alle selbst noch davon geprägt. Also wenn ich höre, dass jemand eine Malerausbildung macht, nachdem er Abitur gemacht hat, dann ist sogar bei mir, der ich es besser wissen sollte, der erste Gedanke ist, irgendwas mit dem Abi schiefgegangen wahrscheinlich. Und das ist die falsche Einstellung. Okay, dieses Bild hat sich wirklich sehr stark eingebrannt. Und ich glaube, wir müssen wirklich viel auch investieren an Überlegungen, wie kriegen wir denn anderes Image für diese Berufe hin, die ja letztendlich unser Klima retten können, wenn sie es richtig angehen. Okay, muss man dran arbeiten. Vielleicht brauchen wir sowas, wie die Bäckereien sich gerade ausgedacht haben. Die haben jetzt Backinfluencer eingestellt über die Innung, also Leute, die für den Job Werbung machen in den sozialen Medien. So, und hier kommen jetzt sehr, sehr viele Anmerkungen. Also, Diversität ist ein großes Thema, Bewusstsein ist ein großes Thema, Digitalisierung ist nach wie vor sehr, sehr groß. So, vielleicht kann man das mal ein bisschen größer einstellen, weil sonst kann ich das hier schlecht erkennen. Nachhaltigkeit. Vielleicht, wir haben hier Frau Gerinelli, vielleicht können Sie kurz sagen, was sich da sonst noch bei den kleineren Sachen tut? Nachhaltige Entwicklung sehe ich natürlich noch. Kreislaufwirtschaft sehe ich, Schnelligkeit, Freude am Thema, Umgang mit Veränderungen, Inhalte der Ausbildung, Pünktlichkeit, Neugierde wecken, passendes Methodenwissen haben wir, aber es bewegt sich auch ganz, ganz viel. Also vom Wissen zum Handeln, mit nachwachsenden Rohstoffen agieren, Berufsschulen fördern, Inhalte der Ausbildung, Weiterbildungsangebote, Ausbildungs-, Dualausbildung, genau. Also es sind ganz, ganz viele Begriffe. Es ist einfach ein sehr, sehr, ja, eine ganz bunte Angelegenheit. Da ist an sehr, sehr vielen Punkten noch einzuhaken, meine Damen und Herren. Barbara Hempkes fragen wir dann doch mal als erstes. Neugier und so weiter ist ja auch ein riesiges Thema. Wie bekommt man es eigentlich hin, dass Leute auch bereit sind, sich immer, immer wieder weiterzubilden? Wie macht man das eigentlich attraktiv? Sie müssen noch Ihr Mikro freischalten. Wir hören Sie nicht, Frau Hempkes. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist eine gute Frage. Und diese Frage ist auch gar nicht mal eben mit 2, 3 Sätzen zu beantworten, sondern da beschäftigen sich ja auch ganze Kohorten von Wissenschaftlerinnen mit. Wir haben die nationale Weiterbildungsstrategie aufgesetzt vom BMAS und vom BMBF, um die Weiterbildungsbeteiligung zu fördern. Weiterbildung muss einen Nutzen bringen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was dabei zählt, und zum anderen, sie muss zugänglich sein und integrierbar sein in das Leben, in das Arbeitsleben, aber auch in das Privatleben, was man führt. Da hilft uns Digitalisierung an der Stelle bestimmt sehr, aber wie gesagt, der Zugang und so weiter, das müsste noch verbessert werden. Was wir feststellen ist, dass auch die Teilnahme an Weiterbildung genauso wie das im schulischen Bereich der Fall ist, sozial selektiv ist. Diejenigen, die schon gut ausgebildet sind, die gut qualifiziert sind, nehmen wesentlich mehr an Weiterbildung teil und haben wesentlich häufiger auch die Möglichkeit, an betrieblichen Weiterbildungsprozessen zu partizipieren, als diejenigen, die formal gering oder gar nicht qualifiziert sind. Diese Schieflage haben wir auch im Weiterbildungsbereich. Und ich glaube, an dieser Schieflage zu arbeiten, ist eine ganz wichtige Rolle. Die OECD hat im Sommer, diesen Sommer war es, eine Studie vorgelegt zur Weiterbildung in Deutschland, wo dieser Missstand nochmal ganz, ganz stark herausgearbeitet wurde. Und dabei wurde auch deutlich, es geht nicht darum, dass die, Kolleginnen und Kollegen oder die Menschen, die formal eher gering qualifiziert am Markt benachteiligt sind, jetzt dazu keine Lust haben oder wie es immer so schön heißt, der Bildung fern sind oder ähnliches, sondern ganz wichtiger Grund, eine Weiterbildung zu besuchen, ist, dass diese
Weiterbildung nichts bringt. Sie bringt nichts für den beruflichen Aufstieg und Ähnliches. Und dann kann ich nur sagen, die Leute entscheiden rational, dann auch nicht noch ihre Zeit mit einer Weiterbildung zu verschwenden. Und dann das müssen wir mal reinzubringen. Dann müssen wir mal kurz bei Nicola Brandt nachfragen. Im Sondierungspapier haben die Koalitionäre die Koalitionäre von SPD, Grünen und der FDP jetzt einen Vorschlag gemacht. Und zwar ist die Rede von einem Lebenschancen-BAföG. Da hat jede Partei so ihren eigenen Begriff. Die FDP sagt Midlife-BAföG, finde ich jetzt nicht so einen guten Namen, ehrlich gesagt. Aber die Grünen nennen es einfach Weiterbildungs-BAföG. Nicola Brandt, was glauben Sie, wenn die Weiterbildung nichts bringt, bringt denn dann das Geld überhaupt etwas? Nein, um es ganz kurz zu sagen, nein, also sagen wir mal so, dass man eben Geld zur Verfügung hat, dass man Zeit zur Verfügung hat, um sich weiterzubilden, das ist natürlich ganz entscheidend. Aber wie Frau Hemkes sehr richtig sagt, also der Bericht, den wir da erstellt haben, im Sommer, aus dem geht, ich sehe jetzt irgendwie ein psychedelisches Bild hier auf dem Computer, aber vielleicht muss ich mal anfangen. Aber wir hören Sie gut. Gut. Das ist ganz entscheidend. Also in Deutschland in Umfragen, auch im internationalen Vergleich, ist der Anteil der Personen, die sagt, meine Weiterbildung hat mir was für meinen Beruf gebracht, besonders gering. Und da sind wirklich auch die Arbeitgeber gefordert in zweifacher Weise. Also dass sie sich überlegen, dass sie natürlich sich, einmal muss man vielleicht auch die Personen finden, die einen Weiterbildungsbedarf haben. Weiterbildungsbedarf im Übrigen auch im Beruf kann so weit gehen, dass Menschen, ein signifikanter Teil der erwerbstätigen Personen, die im Beruf stehen, in Deutschland und vielen anderen Ländern, haben Schwierigkeiten mit Grunddingen, manchmal Texte zu lesen zum Beispiel. Das ist auch ein Grund, warum manchmal dann Weiterbildung nicht aufgegriffen wird, weil sich die Personen nicht trauen, das eben zu artikulieren. Und da eben niedrigschwellige Angebote zu machen und zu gucken, diese Basiskenntnisse auszubauen zum einen, aber auch zum anderen zu gucken, was sind vielleicht technische Fähigkeiten, die ich brauche, das ist ganz entscheidend. Da sind Arbeitgeber gefordert, mitzuziehen und sie sind auch gefordert, sich zu überlegen, nun, wenn ich jemanden auf eine Weiterbildung schicke, wie motiviere ich den denn dann? Wie kann der dann hinterher einen interessanteren Job haben, mehr Geld, Weiterbildungsmöglichkeiten? Da gibt es auch Beispiele in Deutschland, die das sehr gut in die Karriereplanung mit einbeziehen. Die übrigens sehr schön auch schon digitale Elemente nutzen. Die hatten eine Veranstaltung mit ganz kleinen Mittelständlern, die sehr viele Handwerker beschäftigen, die so Modelle gemacht haben, also einzelne Personen, Handwerker, Handwerkerinnen auf Weiterbildung geschickt haben und die haben hinterher einen Film darüber gemacht, um das eben anderen auch weiterzugeben. Und das wurde eben auch gewertschätzt, auch in dem Sinne, also hat man auch ältere Personen mit jüngeren Personen zusammengebracht, die auszubilden, haben vielleicht beim Filmen geholfen, das auf YouTube hochzuladen. Und dadurch haben die älteren Handwerker gemerkt, dass ihre Kenntnisse eben sehr wohl auch gebraucht und genutzt werden. Also all solche neuen Modelle, wie man eben so eine Weiterbildungskultur kreieren kann, da muss man sich drüber Gedanken machen. Aber wenn ich da nochmal was... Sehr gern, ja. Ja, ein Punkt noch, wie Frau Hemkes sagte ja auch, wir müssen das in den Berufsalltag integrieren. Und ich glaube, die große Stärke der dualen Ausbildung in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dass sie eben so gut so viele Akteure beinhaltet, dass es auch zertifiziert wird, dass es die Qualitätssicherung da ist, das ist gleichzeitig auch in diesem Bereich ein bisschen eine Schwäche. Denn was sehr schwer gelingt, ist, sich zu überlegen, wie kann ich diese Qualitätssicherung erhalten und gleichzeitig eine Modularisierung, eine Art Baukastensystem zulassen. Das ist zum Beispiel in Dänemark, kann man sich wirklich Elemente aus der tertiären Bildung, also Kurse, sagen wir mal Programmierkurs, kann auch ein Handwerker belegen, der ansonsten eine berufliche Ausbildung on the job macht und kann diese Teile zusammenführen, sind zertifiziert und sie können dann am Ende so was Großes Ganzes ergeben. Das ist jetzt auch eine längere Tradition dafür in Dänemark, aber es gibt wirklich auch Finnland hat ein stärker modularisiertes System und über Teilqualifikationen macht man sich jetzt auch in Deutschland Gedanken und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt.
Ja, wunderbar, da tut sich also schon was. Aber Christine Vollmer, wir gucken noch mal auf die Unternehmensseite. Nun sind Sie, glaube ich, vor 6 oder 7 Jahren eingestellt worden. Da waren Sie die Erste, die fürs Personal zuständig war. Mittlerweile sind Sie 25 Leute in der Personalabteilung. Das kann ja nicht jedes Unternehmen sich auch leisten, so viele Leute. Welchen Tipp haben Sie? Was können Unternehmen tun, um ja auch Fachkräfte anzuziehen, attraktiv zu sein? Ja, also ich denke schon mit modernen und aktuellen Themen beschäftigen. Und da ist natürlich Nachhaltigkeit ein Thema, von dem natürlich Riese und Müller auch profitiert. Also Riese und Müller ist ja in Anführungszeichen ist nicht nur ein E-Bike-Hersteller, sondern wir verstehen uns auch als Gestalter der Mobilität von morgen. Und das geht weit über die Produktion von Fahrrädern hinaus, sondern es wird ja mitdiskutiert in der Politik, es wird sich engagiert über die Unternehmensgrenzen hinaus. Und so macht man natürlich auch auf sich aufmerksam. Ja. Sie haben Ihre Auszubildenden ein Video drehen lassen. Das fand ich ganz interessant. Die reden wenig über den Job. Also die sagen schon, ja, wir arbeiten mit an der Verkehrswende, finden wir super. Aber die reden viel darüber, dass die alle einen Laptop bekommen und dass die Kantine Bio-Essen anbietet. Sind das so Dinge, die man unbedingt beachten muss, wenn man mehr Fachkräfte bekommen möchte? Ist das so ein gesellschaftlicher Wandel weg von wir leben, um zu arbeiten, hin zu wir arbeiten, um zu leben? Ja, das ist auf jeden Fall ein Trend, den ich im Unternehmen sehr, sehr deutlich spüre die letzten Jahre, dass sich die Menschen immer mehr Gedanken machen, wofür investiere ich denn meine Arbeit und nicht nur wofür, sondern auch wo. Also wie sind die Arbeitsbedingungen, was wird mir geboten, aber auch ich sehe auch einen sehr großen Bedarf darin, gestalterisch tätig zu sein. Also wirklich auch viele bei uns möchten auch die Mobilität mitgestalten und sind da auch mit einer ganz, ganz großen, irgendwo auch privaten Enthusiasmus mit dabei. Und wie ist es bei Ihnen mit den Arbeitszeiten? Wir haben ja gerade gehört, dass man auch sich um familienfreundliche Arbeitszeiten kümmern müsste. Nun, die Koalitionäre zum Beispiel, die verhandeln in ihren Arbeitsgruppen derzeit nur von 10 bis 17 Uhr. Ist das der richtige Weg, solche neuen Arbeitszeitmodelle auch zu entwickeln? Wie zwingend sind die? Ja, also da merken wir schon, dass die Arbeitszeitregelungen meines Erachtens auch veraltet sind, viel zu unflexibel sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehe ich schon, dass Arbeitszeit auch ein Beitrag für Gesunderhaltung ist. Und von daher ist es wichtig, das im Auge zu haben. Als Beispiel jetzt aus der Praxis, wir sind ein Wachstumsunternehmen. Das bringt mit sich, dass wir tendenziell immer zu viel Arbeit haben als zu wenig. Und wir haben über den Fachkräftemangel gesprochen, also auch meistens zu wenig Leute, die mitarbeiten können. Und da gilt es schon auch sehr sorgsam auf die einzelnen Menschen auch zu achten, dass keine Überlastung entsteht, keine Überforderung entsteht. Und das ist auch mit ein Grund, weshalb der Bereich People and Culture recht groß ist. Also wir versuchen wirklich ganz nah dran zu sein an den Menschen bei Riese und Müller und für jeden Einzelnen da zu sein. Und das hat uns auch sehr stark zum Beispiel in der Corona-Zeit jetzt geholfen, indem wirklich die persönlichen Herausforderungen extrem individuell waren. Da ging es dann um Kinderbetreuung, da ging es um Pflege von Angehörigen, um wie kann ich mich selber schützen, weil ich zur Risikogruppe gehöre. Und ja, da haben wir sehr davon gezehrt, dass wir eben so nah an den Menschen dran sind und wirklich auch jeden individuell da abholen konnten, wo sich die Person gerade befunden hat, ja, mit welchem Anliegen sie an uns herangetreten ist. Die Deutsche Bahn wirbt jetzt in Anzeigen als Arbeitgeberin. Das sind alles so kleine Schritte, aber die müssen alle gemacht werden, meine Damen und Herren. Die Frage ist aber, wie kriegen wir das hin? Die Arbeitswelt von morgen und wie bekommt man dafür die richtigen Fachkräfte? Was braucht es an Aus- und Weiterbildung? Wir brauchen sozusagen Ihre bahnbrechenden Ideen oder auch Fragen an unsere Gäste hier. Und Frau Köpinelli hat die ganze Zeit jetzt gesammelt und stellt sie uns mal kurz vor und wir werden die hier diskutieren. Rinelli. Genau. Dankeschön. Und zwar fangen wir an mit der Frage, der kommt von The Perspectivist. Der merkt an, dass wir jahrelang in der Fortbildungspolitik den Ansatz der Vorhersage des Qualifikationsbedarfs verfolgt haben. Oder er hat es auch geschrieben, wie es Barbara Hempkes formulierte, wissenschaftlich fundiert. Er merkt hier an, dass diese zwar fundiert sein, aber sich immer an dem Qualifikationsbedarf der Vergangenheit orientieren und stellt dann die Frage, ob wir nicht eher einen Backcasting-Ansatz verfolgen sollen. Also ob wir in dem Zusammenhang nicht auch ein transversale Kompetenzen verfolgen müssen,
ob es Selbstbestimmung braucht und um dann auch wirklich nachhaltige Geschäftsmodelle und Jobs schaffen zu können. Wer möchte darauf antworten? Baba Hemke, Sie vielleicht? Wie muss man solche Voraussagen machen? Ihr Institut macht die ja auch. Genau. Also das ist ein eigener Forschungszweig, der sich mit der Qualifikationsbedarfsforschung beschäftigt. Und ich glaube, natürlich, das ist wie in allen Bereichen, sagen, wenn man aus der Vergangenheit nach vorne definiert, bleiben Lücken. Aber das wäre absolut verkürzt zu sagen, darauf beschränkt sich die Formulierung von Qualifikationsanforderungen für die Zukunft. Erstens versuchen wir natürlich, zukünftige Entwicklungen auch vorwegzunehmen und zu beobachten, insbesondere in den Betrieben, die sich schon auf den Weg gemacht haben, was denn dort an Qualifikationen tatsächlich gebraucht wird, an Kompetenzen, und beziehen das mit ein. Also zu sagen, es sei nur aus der Vergangenheit und würde die Vergangenheit fortschreiben, würde der diesem Bereich, glaube ich, überhaupt nicht gerecht werden. Das Zweite ist das Backcasting. Ja, wovon gehen wir denn aus? Wissen wir schon, wie der Beruf der Zukunft aussieht? Nein, ich weiß es nicht. Wir haben eine Vorstellung davon, was Nachhaltigkeit bedeutet. Wir haben Leitplanken der Entwicklung. Aber zu sagen, es gibt einen Beruf und der ist dann nachhaltig, das haben wir nicht. Sondern was wir viel mehr brauchen, und da sozusagen ist die Diskussion und auch die Umsetzung der Erkenntnisse, die es dabei gibt, schon relativ weit fortgeschritten. Nämlich eine Diskussion darüber, was für Kompetenzen brauchen wir, um die Transformation zu stemmen. Zu wissen, dass Transformation gestalten eigene Kompetenzen erfordert. Die sind dann eben nicht nur fachlich und technisch, sondern sind das, was wir als Schlüsselkompetenzen formulieren. In anderen Zusammenhängen nennt sich das 21st Century Skills. Die OECD hat mit Education 2030, finde ich, ein sehr spannendes Konzept vorgelegt, wie man da herangehen kann. Die Diskussion ist sehr vital und schlägt sich im Bildungsbereich dadurch nieder, dass hier sozusagen die Orientierung an Kompetenzen ist, nicht mehr nur an, sage ich mal, starren Qualifikationen, sondern an Kompetenzen, also das, was jemand wirklich bewegen kann, in Handlung umsetzen kann. Und da, glaube ich, müssen die transformativen Kompetenzen tatsächlich nochmal gestärkt werden. Aber auch das ist etwas, wo ich sage, das ist nicht so, dass es das überhaupt nicht gibt, sondern es gibt Ansätze dafür und es müsste tatsächlich weitergetrieben werden. Okay, Frau Grinelli, was gibt's noch? Genau, wir haben dann noch von Carola von Pein, sie hat eine konkrete Frage gestellt, und zwar, welche Rolle die IHK in dem Bereich spielen soll. Christine Vollmer, was würden Sie sich von der IHK wünschen? Gute Frage. Ich würde mir wünschen, also teilweise bestehen da ja Bemühungen. Ich stimme den Herrn Zickenheimer sehr zu, dass der Ruf des Handwerks viel zu schlecht ist. Also da wirklich nochmal in Diskurs gehen und handwerklichen Berufen einfach ein besseres Image zu geben und Betriebe darin auch zu unterstützen. Zum einen und zum anderen natürlich mit den Unternehmen gemeinsam auch an eben zum Beispiel Nachhaltigkeitsthemen zu arbeiten. Also ja, das sind wieder ganz pragmatische und praktische Beispiele. Genau, aber darum sind wir ja hier. Auch genau, wir besprechen zum Beispiel, die Praxis darüber, etwas das Berichtsheft, darf das auf dem Laptop geschrieben werden oder wird das in Papierform geführt? Also da würde ich mir noch ein bisschen mehr Offenheit wünschen, auch für modernere Arbeitsweisen ein Stück weit. Ja, sehr gute Idee. Gibt es weitere Fragen? Ja, es gab noch weitere Fragen. Und zwar haben wir eine Frage zu der Rolle der berufsbildenden Schulen als dualer Aus- und Weiterbildungspartner der regionalen Wirtschaft. Hier hat Stefan Novacin gefragt, wie wir bis 2025 Berufsschulen zu regionalen, digital unterstützten und nachhaltigkeitsorientierten Exzellenzzentren der beruflichen Bildung transformieren können. Eben war schon der Begriff regionale Lernwerkstätten gefallen. Wie kriegt man das hin, Barbara Hemkes? Also Herr Novacin kann seine Frage fast schon selber beantworten, weil er wirklich eine Vorzeigeschule hat, die genau das realisiert, was er gerade in seiner Frage formuliert hat. Ich kann dazu relativ wenig sagen, weil unser Bereich ist die betriebliche Ausbildung. Das, was die Schulen machen, wird auf Länderebene geregelt. Und da sind die Länder unterwegs, aber halt auch ganz unterschiedlich mit ganz unterschiedlichen Intensitäten.
diese Konzepte voranzubringen. Ich sehe mich da nicht wirklich sozusagen okay. als die. Aber wir geben das mal weiter. Eine Überlegung. Wenn die Kooperationen von den berufsbildenden Schulen mit den Betrieben ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Motor, um an dieser Stelle voranzukommen. Und an der Stelle müssen sich Betriebe genauso aufmachen wie die berufsbildenden Schulen selber. Und dann kann man schon unterhalb der Schwelle der gesetzlichen Regelung eine ganze Menge machen. Und Nicola Brandt, haben Sie noch eine Idee zusätzlich? Naja, ich würde vielleicht noch mal zu dem Thema Weiterbildung und insbesondere bei geringer Qualifizierten da einhaken, weil ich glaube, dass auch die IHKs und vielleicht auch die berufsbildenden Schulen da eine Rolle haben können. Also in Deutschland ist es wirklich so, dass der Unterschied in der Weiterbildungs-, der Beteiligung an der Weiterbildung zwischen geringer Qualifizierten und höher Qualifizierten ganz besonders hoch ist im internationalen Bereich, Vergleich. Und aber alle kämpfen damit, die Personen mit etwas geringeren Kompetenzen an die Weiterbildung heranzuführen. Da gibt es aber gute Beispiele. Also zum Beispiel Portugal hat so ein System von One-Stop-Shops, so kann man es nennen, eingeführt. Qualifica nennt sich das. Das sind so Zentren, da können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hingehen. Sie können eine Kompetenzbilanz machen. Also sie können gucken, was habe ich eigentlich für Kompetenzen, gucken, wo sie hingehen könnten. Also was sie dann eben machen könnten an Weiterbildung und werden auch gleich weiter verwiesen. Und wenn man das gut macht, also der Vorteil von Berufsschulen in Deutschland, aber auch von IHKs ist ja, dass es eine gute Zusammenarbeit mit den Betrieben gibt. Und das ist eben eine Frage, ob eine IHK eine Rolle in der Art auch bekommen kann, dass sie eben ein Anlaufzentrum ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich dann gleich orientieren können, in Weiterbildung, in Ausbildung zu gehen, die für die es auch einen Bedarf gibt in den Betrieben und die vielleicht gemeinsam erarbeitet wurden, noch mit den Berufsschulen vor Ort. Das ist die Frage eben, ob dieses System, auch wenn es sich unterscheidet zwischen verschiedenen Bundesländern, nicht irgendwie auch bottom-up so aufgebaut werden kann, dass es eben zu dieser Nachhaltigkeitstransformation beiträgt und den Menschen die Kompetenzen vermittelt, die sie brauchen. Vielen Dank. Noch eine weitere Frage. Ja, wir haben auch mal ein Statement, und zwar schreibt Frau Neumann, dass sie zuversichtlich ist oder dass es sie zuversichtlich stimmt, dass so viele Menschen Sehnsucht nach Sinn im beruflichen Kontext haben, und wurde davon auch dafür diese Aussage auch von anderen ZuschauerInnen unterstützt. Dann haben wir noch eine Frage von Frau Botfeld. Was kann die aktive Arbeitsmarktpolitik nach SGB III dazu beitragen und wie können hier die Regelungen angepasst werden? Die Arbeitsmarktpolitik, Nicola Brandt, da müssen Sie noch mal ran. Wie sieht das in Deutschland aus? Naja, also ich meine, bei der Arbeitsmarktpolitik ist es ja auf jeden Fall, also die kann auch vorausschauender werden. Also wir ne, vom BIBB, also wie in vielen anderen Ländern auch, hat man ja auch so ein bisschen Voraussagen, welche Jobs werden sich besonders verändern. Und da gibt es jetzt ja auch Ansätze mit dem Gute-Arbeit-für-Morgen-Gesetz, dass man also auch im Beruf Anschubfinanzierung bekommen kann, um eben sich weiterzubilden, Qualifikationen zu erwerben, die vielleicht zukünftig gebraucht werden, wenn man absehen kann, dass die eigenen Qualifikationen, Kompetenzen vielleicht so in der Form nicht mehr gebraucht werden. Und da muss eben auch eine gute Zusammenarbeit bestehen mit der aktiven Arbeitsmarktpolitik, der Vorausschau, was wird gebraucht, und Weiterbildung in Betrieben, damit eben Leute, die entweder in Kurzarbeit sind, die arbeitslos sind oder die vielleicht glauben, dass sie arbeitslos werden könnten, weil es solche Veränderungen gibt, Zugang zu solchen Ausbildungen haben. Und Sie hatten vorher noch gefragt, wie wichtig ist die Finanzierung? Ich habe gesagt, es reicht nicht, ne? Aber sie ist wichtig, also insbesondere in dem Bereich Personen mit geringeren Qualifikationen. Da braucht auch der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin manchmal einen finanziellen Anreiz, Unterstützung, um da auch für Weiterbildung zu sorgen. Ja, in der Tat. Wir haben das Arbeit von Morgen Gesetz seit März 2020. Vorher hieß das, glaube ich, Qualifizierungschancengesetz 2019, und 2006 gab es auch schon mal so einen Versuch. Da hatte das so ein Wortungetüm. Das war Weiterbildung geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen. Also da tut sich zumindest was beim Framing. Das Problem ist aber doch bisher, dass die Resonanz so mau ist. Die Resonanz ist deshalb so mau, weil die Unternehmen die Leute nicht freistellen, häufig für eine Weiterbildung.
Wie geht man dagegen vor? Also wie schafft man da? Da ist vor allen Dingen auch diese Flexibilisierung, von der ich vorher sprach, also die Möglichkeit auch im modular sich weiterzubilden und aber auch gleichzeitig die verschiedenen Akteure mitzunehmen, das zu zertifizieren und so, das ist schon auch sehr wichtig. Digitale Weiterbildung, hatte Frau Hempkus schon angesprochen, das kann auch ein wichtiger Baustein sein, um sowas mit dem Beruf vereinbaren zu können. In Deutschland ist es eben oft so, da müssen Sie jemanden auf 3 Jahre lang freistellen im Grunde genommen, damit er eine vollumfängliche Berufsbildung erwerben kann, mit der man dann auch wirklich Vorteile dann hinterher hat auf dem Arbeitsmarkt. Und ich denke, da muss noch was passieren. Da passiert auch was. Und insbesondere große Unternehmen schaffen das auch. Ich glaube, die Schwierigkeit ist eher im Bereich KMUs und dann im ländlichen Bereich, weil die manchmal gar nicht alle Elemente, die man für so etwas braucht, anbieten können. Da braucht man Weiterbildungsverbünde, einfach neue Modelle, um dafür zu sorgen, dass diese Möglichkeiten, die geschaffen wurden, politisch die Finanzierungen auch aufgegriffen werden können von den Unternehmen in einer Form, dass eben die neuen Kompetenzen auch der Nachfrage entsprechen. Was liegt den Zuschauerinnen und Zuschauern noch auf dem Herzen? Wir haben eine direkte Frage von Herrn Bernd Steinmüller und zwar an Herrn Zickenheimer. Wie können wir dafür sorgen, dass die Akteure im Gebäudesektor wissen, dass dieser für 40% aller CO2-Emissionen verantwortlich ist, damit sie dann auch entsprechend handeln? Naja, ob das nur die Leute im Gebäudesektor wissen sollten, also wahrscheinlich sollten wir es alle langsam begriffen haben, dass wir für die Emissionen verantwortlich sind und die nicht eigentlich besonders. Aber ich würde es mal ganz anders schildern. Also ich habe es vorher versucht zu erklären, die Betriebe, die vor Ort bauen, das sind meistens verhältnismäßig kleine Firmen. Die haben 1 bis 30, 40, vielleicht 50 Mitarbeiter. Und die sollen jetzt einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin freistellen für mehrere Tage oder für gar Jahre, um sich fortzubilden. Wir reden aber über Mangelberufe, ja, also wo wir tatsächlich einen Mangel auch an Konkurrenz haben. Diese Betriebe haben die Auftragsbücher voll. Die verdienen ihr Geld damit, dass sie die Leute zum Arbeiten schicken. Das können die auch weiter so machen. Und wir haben eigentlich keine Anreize bislang ausgebildet, dass tatsächlich diese Leute auch geschickt werden in die Ausbildung, die dann auch noch zweifelhaft vom Inhalt oft sind. Also ich denke, da muss man einfach auch unterstützen, die kleinen Betriebe, die das oftmals aus ihrer betrieblichen Statistik gar nicht ableiten können, dass sie einen Bedarf haben, Leute dorthin zu schicken. Es läuft ja alles ganz gut, dass man denen praktisch diesen Ausfall, den sie an der Stelle haben, auch ein bisschen ersetzt. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 muss ich natürlich deutlich auch machen, dass wirklich ein Return of Invest kommt, weil der Mitarbeiter dann auch eine gute Schulung kriegt. Wir haben ja vorher auch über die Berufsschulen, Betriebsschulen und so weiter und so fort gesprochen. Ich habe dort auch den Eindruck, dass viel zu wenig an Mitteln da ist, um zeitgemäßes Material einzukaufen, um zeitgemäß zu unterrichten. Wir können das weiter stricken, wenn wir über Bau reden, wenn wir an unsere Hochschulen, Universitäten schauen. Dort sind, wie gesagt, die sogenannten Betonköpfe immer noch in der überwiegenden Mehrzahl. Wir müssen schauen, dass auch Lehre und Berufsausbildung tatsächlich den Inhalten gerecht wird. Und die Leitbilder sind eigentlich längst auf dem Tisch. Die haben wir. Wir wissen, wie wir in 20 Jahren bauen müssen. Aber es wird tatsächlich noch nicht in der Form, gerade an Hochschulen auch nicht, umgesetzt. Ich wurde vor kurzem mit der Frage konfrontiert, warum so wenig Menschen Holz bauen. Das liegt ganz klar daran, dass einfach fast alle, die jetzt als Architekten, als Bauingenieure rumrennen, noch nie Holzbau tatsächlich als Unterrichtsfach genossen haben oder wenn, dann mal ein halbes Jahr, aber tatsächlich nicht eine Ausbildung, die so fundiert ist, dass es sie dazu befähigt, sowas umzusetzen. Das können Sie durch die ganze Branche ziehen. Was glauben Sie, wie lange es dauern wird, bis sich das wandelt? Na, wenn wir an einen natürlichen Wandel glauben, den wir so erleben, also das Aufwachsen von Berufen aufgrund zusätzlicher Nachfrage bei dem Mangel, dann geht es zu lang. Also ich glaube nicht, dass wir ohne Anreizsysteme, ich glaube nicht, dass wir tatsächlich ohne Unterstützung und auch massive finanzielle Unterstützung, gerade im Bereich der Ausbildung, weiterkommen. Mhm, okay, es braucht Geld, Investitionen in die Köpfe, so kann man das ja sagen. Weitere Anmerkungen? Sie hatte ja die Frage zu der Arbeitsmarktpolitik gestellt. Nochmal die Nachfrage, wie lokale Agenturen damit umgehen können, was zukünftig gebraucht wird. Also wie man auf lokaler Ebene sozusagen vor Ort damit umgehen kann. Christine Vollmer, haben Sie da einen Tipp? Wie machen Sie das denn bei sich? Ich habe leider die Frage nicht komplett verstanden. Das war abgehackt.
Okay, dann wiederhole ich noch einmal kurz. Und zwar ist das eine Nachfrage gewesen von der Frau Botfeld, die hatte zu der Arbeitsmarktpolitik die Frage gestellt und hat jetzt nochmal nachgefragt, ob nicht das Problem eigentlich darin liegt, dass die lokalen Agenturen gar nicht bestimmen können, was zukünftig gebraucht wird. Gibt es da eine Kooperation bei Ihnen? Ja, wir arbeiten teilweise mit der Agentur zusammen, mit der regionalen, haben zum Beispiel ein Nachqualifizierungsprogramm laufen seit einem guten halben Jahr, in dem wir Mitarbeitenden einen Berufsschulabschluss ermöglichen, die noch keinen Berufsschulabschluss haben. Das ist ein schönes Projekt, was bei uns gerade läuft. Ich würde aber ganz gerne noch eine andere Perspektive mit einbringen, und zwar die, dass ich glaube, dass fachliche Kompetenzen haben ja heutzutage teilweise ein relativ zügiges Verfallsdatum. Daher investieren wir auch sehr, sehr viel in persönliche Kompetenzen und versuchen einfach, der Herr Zickenhainer hat es am Anfang gesagt, die Menschen zu stärken, auch darin selbstbestimmt und autonom agieren zu können. Und wir werden bei Riso Müller oft gefragt, wie macht ihr das mit dem Wachstum? Das ist ja permanenter Change. Wie nehmt ihr die Leute damit? Und der Heiko Müller pflegt dann immer zu lächeln und zu sagen, wieso? Veränderung liegt doch bei uns in der DNA. Und ich glaube, das ist ein unheimlich wertvolles Mindset, was man im Zeitalter der Digitalisierung sehr gut brauchen kann. Aber machen Sie es mal konkret. Was tun Sie da genau? Das würde mich auch interessieren und unsere Zuschauerinnen bestimmt auch. Das fängt, glaube ich, an von, wir hatten vorher das Thema Vorbild, dass wir natürlich mit unserer Geschäftsführung tolle Vorbilder haben, die selber sehr aufgeschlossen und veränderungsfreudig sind und nicht müde werden, immer wieder Themen neu zu denken, jeden Stein gefühlt umzudrehen. Das geht aber weiter, denke ich, über die Art, wie Riso und Müller organisiert ist. Also wir geben uns da schon Mühe, trotz Wachstum nicht zu administrativ zu werden. Wir versuchen, individuelle Stärken irgendwie in der Organisation aufzunehmen und mit denen zu arbeiten. Wir investieren sehr viel Mühe auch in eine sehr offene Unternehmenskultur, was für mich auch ein toller Beitrag zum Lernen ist, weil nur wenn ich angstfrei kommunizieren kann und Stärken und aber auch Wünsche oder Defizite kommunizieren kann, kann ich auch in Dialog gehen und da lernen. Es ist bei uns gerade zum Thema eben Wertigkeit, Ausbildung oder Studium. Für uns ist jeder Mensch gleich viel wert, der bei Riso und Müller arbeitet. Und das versuchen wir auch jedem beizubringen, ab dem ersten Tag, in dem der oder die bei uns anfängt, dass wir uns vorbehaltslos begegnen, dass wir uns aufgeschlossen begegnen, neugierig begegnen. Und auch das ist ein Beitrag für mich zum Lernen und zum Thema Weiterbildung. Was passiert mit jenen, die keinen Bock darauf haben? Ich vermute, dass Menschen, die keine Lust haben auf Veränderung bei Riso Müller, nicht glücklich sein werden. Aber auch da werden wir nicht müde, in Dialog zu gehen. Also auch damit gehen wir sehr transparent um und versuchen uns auch schon im Bewerbungsprozess sehr authentisch zu zeigen und einfach zu zeigen, welche Kompetenzen bei uns jetzt im Unternehmen gefragt sind und mit welchen eigenen Vorstellungen und Kompetenzen und Wünschen man sich vermutlich wohlfühlen wird und mit anderen nicht, aber auch da wieder ohne Wertigkeit. Ich glaube, es gibt einfach ganz verschiedene Organisationen, ganz verschiedene Menschen, und gerade im Recruiting-Prozess zum Beispiel, gilt es einfach gegenseitig darauf zu achten, dass da auch eine Passung dann vorhanden ist. Frau Carinelli, gibt es da noch weitere Fragen? Ja, wir haben noch tatsächlich zwei Fragen, und zwar haben wir von Frau Carmen Albrecht, was unter transformativen Kompetenzen zu verstehen ist. Tja, wer möchte das mit Leben füllen, diesen Begriff? Nicola Brandt. Ich weiß es nicht, Frau Hempkes hat den Begriff gebraucht, aber ich denke, also ich würde ihn so verstehen, wir hatten ja vorher schon von transversalen Kompetenzen geredet. Wir haben heute Nachmittag bei der OECD eine Veranstaltung zu sogenannten sozioemotionalen Kompetenzen, nicht kognitive Kompetenzen. Darunter fasst man Neugier, Kreativität, Teamfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit. Und diese Kompetenzen, die sind sicherlich mindestens genauso wichtig, wie Frau Hempkes sagte, diese starren Berufsqualifikationen. Und die müssen eben in der Grundausbildung, in der Schule, in der frühkindlichen Bildung, aber durchaus dann auch in der Aus- und Weiterbildung sicherlich eine große, vielleicht noch eine größere Rolle spielen. Und natürlich sind dann da auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen gefordert,
die Freude an der Veränderung zu fördern. Also ich hatte eben dieses Beispiel genannt mit älteren Handwerkern und Auszubildenden, die sich irgendwie zusammentun und die dann merken, oh, wir können ja jeder etwas beitragen dazu, dass wir voneinander lernen. Und sowas kann ja zum Beispiel auch die Furcht oder die Zurückhaltung gegenüber Digitalisierung beispielsweise, das ist die Erfahrung auch dieser Unternehmen, abbauen bei diesen älteren Handwerkern, die übrigens dann ja auch viel selber beizutragen haben. Das ist auch wichtig, dass man zum einen Veränderung ermöglicht, aber auch zeigt, dass das nicht bedeutet, dass man alles aufgeben muss, was man vorher hatte, dass die Fähigkeiten, die man hatte, nichts mehr zählen, sondern eben aufzeigt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass man das einsetzen kann. Insbesondere eben diese Teamfähigkeit, die Kreativität und die Problemlösungsfähigkeit. Vielen Dank. Und dann kommen wir transformative Kompetenzen verstehen. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Bin ich zu hören? Ja, okay. Hier noch kurz die Frage, die gekommen ist von Herrn Bernd Steinmüller. Er fragt, ob Anreize überhaupt noch ausreichen. Er fragt da insbesondere bezogen auf den Gebäudesektor, ob wir da noch 20 Jahre Zeit haben oder ob es nicht viel stärkere Leitplanken auf Gesetzesebene braucht. Stichwort klimaneutrale Gebäude, GEG, Passivhäuser. Herr Zickenhainer. Natürlich braucht sie unbedingt und zwar schnellstens. Wir haben die Zeit eben nicht. Die Frage ist sehr berechtigt. Wir müssen ja letztendlich sofort in diesen Wandel einsteigen, um tatsächlich unsere Ziele irgendwo noch zu erreichen. Und das bedeutet eben nicht noch warten, bis wir Geld haben für einen Versuch und einen Testlauf für irgendwas, sondern wir wissen an vielen Stellen, wie wir handeln können und da müssen wir tatsächlich auch anpacken. Dann das braucht die Unterstützung. Dann müssen wir jetzt noch mal ganz kurz schauen, welche Schritte jetzt getan werden müssen. Und fangen wir mal bei Barbara Hemkes an. Der Bundesverband Windenergie hat vor kurzem auf Twitter so eine Umfrage gemacht. Die Energiewende braucht Fachkräfte, die muss schnell vorangehen. Besonders die Windenergie braucht im Moment auch Fachkräfte, hieß es da. Der Bedarf an Personal für die Erneuerbaren steigt stetig. Darum möchten wir gerne wissen, fühlt ihr euch gut informiert, was die Jobperspektiven der Windbranche anbelangt, hat der Verband dann per Twitter gefragt. Und die Antworten waren, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber man kann doch ein bisschen was sehen. Da haben nämlich 9% gesagt, sie fühlen sich sehr gut oder gut informiert. Und 91% erklären, sie fühlen sich nicht gut informiert. Barbara Hemkes, was muss man da jetzt machen? Also wer muss da jetzt quasi diese Informationsmaschine auch anwerfen? Aufgabe für den Bundesverband Nachhaltig Wirtschaften oder für wen? Nachhaltige Wirtschaft? Ja, es gibt ja sehr ausgeprägte Programme auf Bundesebene, auf Länderebene in den Kommunen, die sich mit der Berufsorientierung beschäftigen. Gerade weil wir auch so ein großes Mismatch haben auf dem Ausbildungsmarkt, geht es schon darum, die Informationen breiter zu streuen und junge Menschen darauf vorzubereiten, dass sie eine Wahl für ihren zukünftigen Beruf treffen können. Und da kommen spezifische Aspekte mit in den Blick, was Entwicklungschancen angeht, individuelle Entwicklungschancen, was Einkommensmöglichkeiten angeht und Ähnliches. Und was wir feststellen, ist, dass die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit oder wie es im Chat vorhin hieß, die Sinnhaftigkeit, also die Sinngebung. Ich mache etwas, was sinnvoll ist, womit ich Verantwortung übernehmen kann für Gesellschaft und Umwelt, ist zunehmend ein Aspekt, den Jugendliche berücksichtigen bei ihrer Berufswahl. So von dem Hintergrund würde ich einfach empfehlen, da zu gucken, dass diese Berufe oder diese Verbände auch stärker in den jeweils vor Ort stattfindenden Aktivitäten zur Berufsorientierung mit reinkommen. Es gibt relativ viel Messen und Ähnliches, ist jetzt während der Pandemie flachgefallen, wird aber mit Sicherheit im nächsten Jahr wieder auflegen, dort auch entsprechend präsent zu sein. Und dann auch wirklich mit dem Pfund zu werben, was es an der Stelle gibt. Man muss aber auch im Windbereich sagen, auch das ist eine Erfahrung, die kann man nicht einfach wegdrängen. Wir hatten schon mal einen relativ großen Windbereich, da haben sich viele ausbilden lassen und dann ist der platt gemacht worden. Und dann haben sich die Kolleginnen und Kollegen überlegen müssen, wo sie sich denn hin orientieren. Und diese, das sind natürlich auch Erzählungen, die sich fortsetzen. Und von daher muss, glaube ich, dieser Bereich auch gucken, wie er den Arbeitsplatz einmal wegen seiner Sinnhaftigkeit, aber vor allen Dingen auch hinsichtlich von beruflicher Sicherheit und Entwicklungsperspektiven interessant macht.
Nicola Brandt, Umorientierung ist ja ohnehin so ein Punkt, weil es gibt auch beim sozial-ökologischen Wandel diejenigen, die ihren Job womöglich verlieren. Herbert Diess hat es neulich in den Raum gestellt, zumindest hieß es so, dass womöglich 30.000 Arbeitsplätze allein bei Volkswagen wegfallen sollen in Deutschland. Wie bekommt man das hin, dass die dann bei den Leuten, bei den Unternehmen, die jetzt nachhaltige Wirtschaften voranbringen, ankommen, dass die da eine neue Chance kriegen? Ja, das ist eine gute Frage. Sie haben auch nicht immer unbedingt gleich die Kompetenzen, um dann da einzusteigen in den Industrien oder in der Region, wo dann neue Arbeitsplätze entstehen. Aber da wir eben diesen umfassenden Fachkräftemangel haben, würde ich auch erwarten, dass Unternehmen zunehmend Verbände und wir hatten ja es gab die Frage nach der Rolle von IHKs, vielleicht diese Aufgabe übernehmen können, um Orientierung zu schaffen und sich auch zu überlegen, wie kann ich eben spezifisch mit den Arbeitskräften in der Region, die ich eben finde und mit ihren Kompetenzen irgendwie weiterkommen. Es gibt ja zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel aus der Ostschweiz, Verband, mit dem wir da zusammenarbeiten, die kümmern sich um Fachkräftemangel im Bereich der Digitalisierung. Und die haben sich da wirklich Gedanken darüber gemacht. Die haben gesagt, Digitalisierung zum einen, Automatisierung setzt Arbeitskräfte frei, zum anderen werden sie gebraucht. Was kann ich machen, um genau mit den Personen, die eben ihren Job durch Automatisierung verlieren könnten, um die an digitale Weiterbildung heranzuführen. Und das geht. Also man muss es nur eben ausreichend flexibel machen, man muss auf sie zukommen, man muss sie informieren. Da ist sicherlich viel zu tun und das muss auch und wird auch von Unternehmerseite geschehen, glaube ich, wenn man eben sieht, dass man die Fachkräfte sonst einfach nicht finden kann. Und Christine Vollmer, was würden Sie sagen, wie muss zum Beispiel so eine Internetseite eines Unternehmens aufgestellt sein, damit man auch für sich selbst Werbung macht? Sie haben 48 Nationen in Ihrem Unternehmen. Ihre Internetseite ist auf Englisch. Ist das ein Muss? Muss jede Internetseite jetzt auf Englisch sein? Muss sie, glaube ich, nicht. Es kommt immer darauf an, welche Zielgruppe man ansprechen möchte und wie man als Unternehmen aufgestellt ist. Riese Müller liefert ja E-Bikes in die ganze Welt. Von daher brauchen wir eine Internetseite. Die gibt es auch nicht nur auf Englisch, sondern ich glaube in 16 verschiedenen Sprachversionen. Aber letztendlich sollte man sich schon bewusst sein, dass eine Internetseite sehr viel transportiert. Das ist einfach ein Eindruck, den ich mir als Nutzer oder Nutzerin machen kann über das Internet und was dort natürlich zu sehen ist, fasse ich auf jeden Fall. Und wenn eben eine Seite in Anführungszeichen nur auf Deutsch zu sehen ist, dann werden sich vermutlich Leserinnen und Leser davon irgendwie etwas ableiten. Also wertfrei gesprochen. Ja, vielen Dank. Und Gerd Zickenhainer, wenn Sie jetzt so einen 5-Punkte-Plan machen könnten, ja, für die Politik, weil wir müssen jetzt am Ende auch noch mal sagen, was sich da eigentlich in den nächsten 4 Jahren in der Regierung tun muss. Welche Punkte wären das? Ellen Überscheer hat eben schon mal 3 genannt. Weiterbildungsgesetz, Parlament für berufliche Weiterbildung und flächendeckende Weiterbildungsinfrastruktur. Sie dürfen sich noch 2 dazu ausdenken oder insgesamt 5? Also ich würde zuerst mal wiederholen, was ich vorher schon gesagt habe. Wenn ich merke, ich habe einen Transformationsprozess und sehe, welche Berufe betroffen sind, dann muss ich doch die Bildungs-, Umbildungs-, Weiterbildungsbudgets der Institutionen, die ausbilden oder umbilden, tatsächlich so erhöhen, dass sie dem gerecht werden. Das ist in dem Fall wahrscheinlich wirklich eine große Summe Geld, die ich da verlange. Das heißt vielleicht tatsächlich einfach auch verdoppeln der Energien, um diesen Anforderungen dann gerecht werden zu können. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist dann natürlich die Zuwanderung. Ich weiß nicht, hat Ellen den schon genannt? Das ist für mich ein ganz wichtiger. Der Zuzug zum einen, aber auch unseren Umgang mit geflohenen Menschen, dass die tatsächlich bei uns sofort in Lohn und Brot kommen können, nachdem sie einfach eine Sprachausbildung einfach dazu bekommen. Ja, und wenn die hinterher zurückgehen müssen aus irgendwelchen Gründen, die verständlich oder unverständlich sind, dann tun sie ja auch dort einen Job, der gut ist, ja, oder kommen dort mit einer Ausbildung, können Gutes tun. Also das ist ein Faktor, den ich auch tatsächlich wirklich auf einer ganz breiten Ebene verankert haben will, dass man über zugezogene Menschen anders nachdenkt, wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben und einfach nur die Aufgaben und Kosten sehen, die damit verbunden sind, sondern einfach die Potenziale auch erkennen, die damit kommen. Wir sind bei der Frage, welche Schritte müssen jetzt als nächstes getan werden? Frau Grinelli, was sagen die Zuschauerinnen und Zuschauer dazu?
Ja, wir haben tatsächlich noch zwei Anmerkungen bekommen jetzt in der Q&A. Und zwar wurde einmal ein Dankeschön an das Leuchtturmprojekt Riese und Müller gesendet. Und da war noch die Frage danach, wie die TeilnehmerInnen dieser Tagung den Schwerpunkt in der Nachhaltigkeit auf die Menschlichkeit legen wollen. Also wie das geschehen kann. Und wir haben noch die zweite Frage, wie können junge Menschen stärker in die Diskussion und Entwicklung über nachhaltige Weiter- und Ausbildung einbezogen werden? Mhm. Christine Vollmer, Menschlichkeit, ist das so ein Punkt für Sie, den Sie groß machen? Absolut, ja. Und zwar in Person das? Mit ganzem Herzen und beruflich natürlich auch. Und haben Sie einen Tipp? Ich meine, Sie sind nun Profi-Personalentwicklerin. Haben Sie einen Tipp, wie man das machen kann, wie man das schaffen kann in einem Unternehmen? Dass der Arbeitsdruck nicht so hoch ist, dass das funktioniert, dass die Leute eben, wie Sie es gesagt haben, mit Spaß zur Arbeit kommen. Wenn man da so einen 3-Punkte-Plan aufstellen würde, was wäre das? An erster Stelle würde für mich stehen, eine gute Vertrauensbasis bilden. Wenn Vertrauen da ist, glaube ich, kann man über alles sprechen und in Dialog gehen. Wir zehren sehr von vielfältigen Kommunikationswegen, also da auch ein Bewusstsein, dass nicht jeder gleich kommuniziert. Wir haben Geflüchtete, wir haben Personen mit Einwanderungshintergrund bei uns, also auch da sensibel zu sein, wo können denn da auch Kommunikationshürden auftreten. Ja, wir gehen da, denke ich, auch innovative Wege. Also wir haben seit neuestem eine Sozialpädagogin angestellt zum Beispiel, die permanent im Produktions- und Logistikumfeld unterwegs ist, wo einfach viele Nicht-Deutsch-Muttersprachler bei uns auch arbeiten und ist dort ansprechbar, unterstützt. Und ja, das ist vielleicht so der zweite Punkt, also Vertrauen, gute Kommunikationswege. Und wovon wir auch sehr zehren, ist eine Flexibilität, auch im Denken, also immer verschiedene Perspektiven zu beleuchten, auch mal die Metaebene einzunehmen, Schritt zurückzutreten und immer wieder darüber zu überlegen, worüber sprechen wir. Und das Ganze eben von jeder Person aus einem gesunden Selbstwert heraus, sodass wir eben auch... Ja, das klingt jetzt vielleicht etwas pathetisch, aber immer auch an der Sache arbeiten können und nicht an den Egos, weil jeder für sich so aufgeräumt sein kann und jede, dass wir einfach auch Themen vorantreiben können. Kann man Sie eigentlich abwerben oder würden Sie sagen, nee, ich bleibe für immer bei Riese und Müller? Also sag niemals nie. Also ich hoffe, ich bin noch eine Weile am Leben und auch ich bin offen und flexibel dafür, wo mein Leben mich so hintreibt, aber aktuell auf keinen Fall. Und ich kann mir keine schönere Position vorstellen, als bei Riese und Müller für Menschen zu arbeiten und habe da einfach ein ganz tolle Menschen und ein ganz tolles Wertesystem hinter mir. Nicola Brandt, das wäre ja toll, wenn viele junge Leute sowas dann auch von ihrem künftigen Arbeitsplatz sagen könnte. Wie kriegt man das hin, dass Jüngere stärker in diese Debatten mit einbezogen werden? Ich glaube, ehrlich gesagt, die sind schon ganz schön stark da einbezogen und zum Teil treiben sie sie. Also das Unternehmen, ich höre wirklich von Unternehmen, dass sie sagen, wir müssen jetzt auf diese Fridays for Future Bewegung, den Ruf nach Nachhaltigkeit, nach Klimaschutz reagieren, weil wir sonst die Akzeptanz verlieren. Oder ein anderes Beispiel, also ich habe schon von mehreren Unternehmen gehört, die in sehr umweltintensiven Bereichen arbeiten, also mit Rohstoffen handeln, die also umgestiegen sind auf Sekundärrohstoffe, zum einen vielleicht auch, weil Knappheiten da waren, aber auch, weil sie im ländlichen Bereich sind und gemerkt haben, nur so, also wenn sie dieses Nachhaltigkeitsprinzip besser verfolgen, kommen sie überhaupt an die Fachkräfte dran, die sie brauchen. Also interessant, da tut sich eine Menge zurzeit. Ne? Gibt es noch weitere Fragen? Ja, wir haben noch eine letzte Frage, wie eben junge Menschen stärker in die Diskussion, aber auch in die Entwicklung der nachhaltigen Weiter- und Ausbildung selber einbezogen werden können. Genau, das war gerade ein Thema, aber vielleicht machen wir es nochmal ganz konkret. Wie können Sie in die Entwicklung der Ausbildung auch mit einbezogen werden? Wahrscheinlich richtet sich diese Frage jetzt an mich, oder
Wenn Sie eine Idee haben, sehr gerne, Frau Hemkes. Weil wir ja sozusagen zumindest formal für die Gestaltung der Ausbildung verantwortlich sind, beziehungsweise das Koordinieren. Also ich glaube, Sie sprechen einen sehr wichtigen Punkt an. Tatsächlich sind die Jugendlichen, was die Entwicklung von aus- und bundesweit geregelten Fortbildungen angeht, relativ wenig einbezogen, nämlich nur indirekt über die Gewerkschaften, also über die Sozialpartner, die ja daran beteiligt sind oder die mit Bund und Ländern diese Ordnung verhandeln. Wir haben keine Vertretung der Jugendlichen als solchen in diesem Bereich. Das ist, glaube ich, etwas, was man sich für die Zukunft auch überlegen muss. Und ich bin da ganz bei Frau Brandt. Die Stimmen werden lauter, dass die Jugendlichen selber sagen, da wollen wir auch mitwirken und auch etwas zu sagen haben. Und das nicht nur qua sozusagen Kraft der eigenen Stimme und sich Gehör verschaffen, sondern auch in den Strukturen entsprechend vertreten zu sein. Es gibt ja eine bundesweite Plattform zur Förderung Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dort ist man diesen Schritt gegangen und hat ein eigenständiges Jugendforum aufgebaut, in dem Jugendliche sich bewerben können, dort für eine gewisse Zeit, sagen wir zumindest bundesweite Strategien zur Stärkung von Nachhaltigkeit in der Bildung, und zwar über alle Bildungsbereiche hinweg zu stärken. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, aber ich denke auch, dass man die schon organisierte, wie auch immer, Jugend tatsächlich stärker mit einbinden sollte und gucken sollte, wie man diesen Bereich auch, ich sage mal, neben dem, was im Betrieblichen, im Lokalen passiert, das ist ja gerade gesagt worden, aber auch strukturell in solche Prozesse stärker mit einbinden. Und zwar nicht punktuell, sondern langfristig. Vielleicht braucht man doch einen Aus- und Weiterbildungsgipfel gleich am Anfang des nächsten Jahres. Das wäre ja schon mal ein Punkt, meine Damen und Herren. Wir kommen zur schnellen, kurzen Abschlussrunde. Und Christine Vollmer frage, ich weiß gar nicht, ob sie die Frage so gut findet, aber es geht darum, rauszufinden, was Sie besonders wertschätzen. Ihre Lieblingsbewerberin, Ihr Lieblingsbewerber hat welche Eigenschaft in einem Satz? Mein Lieblingsbewerber oder meine Lieblingsbewerberin, also ich glaube, ich weigere mich, das in einem Satz zu beantworten. Das ich habe es mir fast gedacht. Genau, das widerspricht meinem Menschenbild. Man kann einen Menschen nicht in einem Satz beschreiben. Das funktioniert nicht. Aber ich denke, was ich wichtig finde, ist Offenheit und Neugierde. Das ist ein Punkt, von dem ich glaube, dass er einem hilft im Leben. Und wir hatten es vorhin schon mal davon, es gibt ja nicht nur immer ein Leben in einer Firma, sondern meistens hat man mehrere Arbeitgeber. Und das treibt mich auch an, immer auch über Riese und Müller hinauszudenken und zu gucken, wenn wir über Weiterentwicklung sprechen, was können wir bei Riese und Müller an Weiterentwicklung auch bieten, was nicht nur einen Nutzen für Riese und Müller bringt, sondern eben einen Nutzen für die Umwelt, für die Gesellschaft oder eben auch für den Menschen, damit dieser gut und gesund und zufrieden durchs Leben kommt. Vielen Dank. Und Barbara Hemkes in einem Satz. Wer grüne Köpfe will, muss jetzt als erstes was tun? In grüne Köpfe investieren. Okay. Vielen Dank. Und Nicola Brandt. Auch richtig Geld. Ja, wunderbar. Es braucht viel, viel Geld. Nicola Brandt, der entscheidende Satz im Koalitionsvertrag lautet wie? Bildung vor, nach vorne. Bildung nach vorne, erstes Kapitel. Gerd Zickenhainer, der Arbeitsmarkt ist 2025 viel besser als heute, weil, wie beenden Sie den Satz? Wir es tatsächlich geschafft haben, das Handwerk zu stärken, zu zeigen, dass Nachhaltigkeit tatsächlich durch Handwerk produziert werden kann, dass ich dort als Mensch eine unglaubliche Selbstwirksamkeit erleben kann für mich selber. Ich gestalte Zukunft, die nachhaltig ist, die klimagünstig ist und die vor allem auch, wir hatten vorher den Begriff der Menschlichkeit, dass mich in einem menschlichen Umfeld von einer kleinen Gruppe von Menschen, von 30, 40 Leuten oder so, tatsächlich immer wieder aufs Neue an verschiedenen Stellen praktizieren lässt. Das fände ich klasse. Okay, Klimaschutz ist Handarbeit. Wir investieren in diejenigen, die dieser Handarbeit können und schreiben das an den Anfang des Koalitionsvertrages. Das wäre doch mal was. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Gerd Zickenhainer, Nicola Brandt, Barbara Hemkes und Christine Vollmer. Vielen, vielen Dank. Auch für den Klimawandel gilt, meine Damen und Herren, viele Hände machen schneller ein Ende. Darum auch Ihnen
die zugeschaut haben, die mitgedacht haben, die mitdiskutiert haben. Ganz herzliches Dank an Sie und überhaupt für Ihr Engagement. Es lohnt sich und vielleicht gibt es irgendwann ja doch die große TV-Talkshow, die dann da heißt Jobwunder, Klimawende, packt Deutschland seine Chance tatsächlich an. Ich würde es mir wünschen. Ich wüsste auch schon ein paar Beteiligte, die daran teilnehmen können. Ich bedanke mich sehr, meine Damen und Herren. Hier gibt es jetzt einen Schichtwechsel und Katharina Reuter wird Ihnen jetzt sagen, wie das alles weitergeht. Ich sage tschüss, alles Gute und vielen Dank. Bis hierhin. Vielen Dank, liebe Hanna. Wahnsinn. Vielen Dank auch von mir an das Panel, an sozusagen diese geballte Expertise aus der Praxis, die guten Ideen nochmal deutlich zu machen, wo wirklich aber eben auch Handlungsbedarf ist. Und ich fand dieses Schweigen auf die Frage, wo ist eigentlich die Rolle der Kammern, eigentlich echt bezeichnend, weil das natürlich, Ausbildung ist ein ganz zentraler Teil in deren Aufgabenbeschreibung und von daher, glaube ich, werden wir das als Aufgabe auf jeden Fall aus der Konferenz mitnehmen, dass wir auch da stärker nochmal in den Dialog gehen und sagen, wie können wir eigentlich auch gemeinsam Dinge voranbringen, dass wir tatsächlich für die Transformation gerüstet sind. Hier folgt jetzt eine Pause bis Viertel nach. Wir würden tatsächlich auch dabei bleiben, weil in unserem Teil, der danach folgt, die Referierenden auch einen engen Zeitplan haben. Also seien Sie gerne um Viertel nach 12.15 Uhr wieder hier. Es kommen dann die praktischen Beispiele, wie man tatsächlich Bildung für diese grünen Köpfe, die hier schon angesprochen wurden, machen kann. Und ich freue mich auf den zweiten Teil. Vielen Dank für die erste Runde und wir sehen uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, Sie konnten die Pause ein bisschen genießen und einen Kaffee oder Tee sich verköstigen. Jetzt wollen wir tatsächlich in die praktischen Projekte gucken. Und der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft hat dieses Thema Bildung schon sehr lange im Programm. Seit über 10 Jahren haben wir Projekte im Bereich BNE, also berufliche, jetzt komme ich schon ganz durcheinander mit den Abkürzungen. Also BNE gab es vorher, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und in den letzten Jahren kommen aber eben auch immer mehr Projekte im Bereich BBNE, berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung, dazu. Und nochmal sozusagen für die Fragen, die es jetzt gibt. Verständnisfragen können auf jeden Fall direkt nach den Kurzimpulsen immer gestellt werden. Ansonsten können wir auch weiter das Question and Answer Tool nutzen, was Sie in der Menüleiste unten finden. Wir freuen uns jetzt sehr, dass es einen Impuls aus Freiburg gibt, vom Coaching-Zentrum Freiburg, Annette Boland und Peter Behrendt. Annette kenne ich schon aus meiner Zeit bei der GLS. Damals war ich ja nicht bei der Bank, aber bei der Treuhand beschäftigt. Und Annette, du warst dort Marketingleiterin und später Filialleiterin in Freiburg und bist aber seit 2015 freiberuflich tätig als Coach, Mediatorin und Organisationsentwicklerin. Und Peter Behrendt, Arbeits- und Organisationspsychologe, hat auch eben viele Jahre Erfahrung als Organisationsberater. Ich höre dich jetzt nicht mehr, Katharina. Katharina, ich glaube, wir hören dich nicht. Ist das richtig? Jetzt. Ich spreche einfach mal weiter. Gut. Vielleicht hört mich ja doch jemand. Doch, wir hören dich. Okay, ihr hört mich. Das ist doch schön. Also dieses Modell von euch zur Zukunftsfähigkeit von Organisationen, da sind wir jetzt total gespannt, mehr darüber zu erfahren. Ja, herzlichen Dank, Katharina. Schön, dass wir uns auf diesem Wege wiedersehen. Herzlich willkommen in die Runde zum Thema neue Wege in der Ausbildung am Beispiel der Ausbildung zukunftsfähige Organisationen gestalten. Mein Name ist Annette Boland. Katharina Reuter hat es gerade schon angekündigt. Ich bin selbstständig tätig
als Organisationsentwicklerin, Coach und Mediatorin. Und wir sind heute zu zweit vom Coaching-Zentrum in Freiburg. Mein Kollege Peter Behrendt ist auch noch dabei. Er wird sich gleich vorstellen, genau. Ja, wir haben gemeinsam das Coaching-Zentrum gegründet. Vor 3 Jahren sind wir eingezogen. Die Gründung liegt jetzt schon ein bisschen länger zurück, 4, 5 Jahre. Und wir waren im letzten Frühjahr in einer Situation, die wir alle noch nicht kannten, Sie sicherlich auch nicht. Es hat sich ziemlich viel verändert. Die 1-zu-1-Begegnung, die persönliche Begegnung, wie wir sie vorher mit dem Kunden hatten, war von heute auf morgen nicht mehr in dem Umfang möglich. Und ja, uns haben damals 2 Fragen umgetrieben. Die eine Frage ist, die Frage, was macht eigentlich Zukunftsfähigkeit aus? Wann sind Organisationen zukunftsfähig? Wann kommen die gut durch die Krise? Warum kommen die einen gut durch die Krise und die anderen nicht? Das war die eine Frage. Und die andere Frage war, wie muss man eigentlich in der aktuellen Zeit Menschen befähigen in Form von Aus- und Weiterbildung in den Unternehmen und den Organisationen. Und das hat dazu geführt, dass wir inmitten der Konzeption einer Ausbildung zukunftsfähige Organisationen gestalten sind. Das erste Konzept steht. Sie kriegen jetzt heute einen Einblick in das Labor der Entwicklung dieser Ausbildung. Peter, ich übergebe an dich. Genau, und ich werde einmal meinen Bildschirm teilen. Genau, erstmal auch von meiner Seite hallo in die Runde. Schön, genau, dass wir hier sein dürfen. Genau, ich bin Geschäftsführer und eben Gründer vom Coaching-Zentrum und vom Freiburg-Institut. Und ich will Ihnen ein bisschen was zum Modell erzählen. Die Annette wird gleich wieder übernehmen und dann die Ausbildung im Detail vorstellen. Genau, eben die erste Frage, die Annette ja genannt hat, ist diese Frage, was macht eigentlich Zukunftsfähigkeit aus? Und da haben wir in den letzten 1,5 Jahren mit vielen Leuten gesprochen. Wir haben 2 Studien gemacht. Eine war eine Interviewstudie, dass wir einmal mit ganz vielen Leuten aus ganz vielen Ecken der Gesellschaft gesprochen haben, also mit Jugendlichen, mit Unternehmensführern, mit Kirchenvertretern ganz breit. Was sind eigentlich Unternehmen, Organisationen, die die Gesellschaft in 20 Jahren noch haben und erhalten möchte und die auch noch existieren werden? Und das haben wir zusammengeführt, auch mit ein paar theoretischen Modellen, die möchte ich jetzt als erstes vorstellen. Die erste Grundüberzeugung ist, dass Organisationen eigentlich nur dann existieren, wenn die Menschen sich dafür existieren. Organisationen sind ja eigentlich letztlich immer nur eine Hülle. Und wenn die Menschen weg sind und sich nicht mehr für die Organisation interessieren, dann gibt es sie auch nur noch theoretisch. Also es gibt vielleicht noch ein Haus, ein Schild, eine Homepage, aber für die menschliche Welt ist sie nicht mehr existent. Das heißt, Organisationen überleben eigentlich dann, wenn sie es schaffen, Menschen anzuziehen, und das schaffen sie, wenn sie letztlich Antworten für menschliche Grundbedürfnisse liefern. Und da gibt es immer ganz viele verschiedene Modelle, die aber sich letztlich auf 3 zentrale Kategorien zurückführen lassen, nämlich Menschen suchen Zugehörigkeit und soziale Unterstützung, wo immer sie sich bewegen. Und es ist auch egal, ob sie Kunde sind und das im sozialen Netzwerk suchen oder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und das im Unternehmen suchen. Menschen suchen Sicherheit und Orientierung und Klarheit, gerade auch in komplexen sozialen Organisationen braucht es immer wieder Orientierung. Und Menschen wollen aber auch gestalten, wirksam sein, sich selbst wirksam erleben, sich autonom erleben und spüren, dass sie was verändern können. Das gelingt, wenn Organisationen 3 Dinge anbieten, nämlich einmal eine gemeinsame Ausrichtung, die eben Sicherheit und Orientierung gibt. Wenn es ihnen gelingt, vertrauensvolle Partnerschaften gerade in Krisensituationen zu erhalten oder auch wieder neu herzustellen, und wenn es ihnen gelingt, die Potenziale, die in und um sie herum sind, wenn sie die schnell aktivieren können, gerade in Veränderungssituationen. Wichtig ist, oft in Organisationen denkt man zu stark nach innen, das Außen wird oft vergessen. Diese 3 Prinzipien sind nach innen genauso wichtig wie nach außen. Das heißt, mir muss es auch gelingen, nach außen vertrauensvolle Partnerschaften zu erzeugen. Und es muss mir auch gelingen, dass mit meinen Kunden oder auch der Gesellschaft wir einen gemeinsamen Sinn und Zweck haben, für den es diese Organisation braucht. Eben wenn es gelingt, entsteht Vertrauen, Sinn und Agilität. Und ganz konkret in Krisensituationen sind die Dinge, die wir genannt bekommen haben von unseren Partnern, genau in diesen Kategorien, nämlich Sinn, Agilität und Vertrauen nach innen und nach außen.
nach außen sieht es jetzt zum Beispiel beim Thema Sinn und gemeinsame Ausrichtung durch eine ganz hohe Kundenorientierung auch die Kunden davon zu überzeugen, ja, diese Organisation macht Sinn, die will ich erhalten, auch in der Krisensituation bleibe ich treu, in der Krisensituation trage ich vielleicht sogar Schwierigkeiten mit, also ich klicke nicht einfach bei Amazon, weil es einfacher ist, sondern ich gehe ganz bewusst weiter zu meinem Händler zum Beispiel, auch wenn der schwieriger zu erreichen ist. Aber eben als ganz wichtiger Akteur, jetzt heute zum Thema muss ich Ihnen allen nicht erzählen, gerade beim Thema Klimawandel muss die Gesellschaft als gestaltender Akteur in den Markt viel mehr wieder zurückkommen und das wird sie auch und kommt sie ja auch schon bereits. Also auch da ist die Gesellschaft überzeugt, dass es diese Wirtschaft tatsächlich braucht und dieses Modell. Auch bei Agilität gilt es, innere Ressourcen durch eine agile Kultur im Unternehmen anzuschließen, aber auch die Ressourcen, die außen sind, über digitale Prozesse, aber auch eine wirtschaftliche Agilität, wo wir gemerkt haben, Just-in-Time-Produktion und Lieferketten, die auf sozusagen reine Lieferungen aus China zum Beispiel setzen, sind wesentlich anfälliger als welche, die regional und auch mehrfach vernetzt sind und auch starke Netzwerke haben, die nicht nur auf Profitabilität setzen, sondern auch auf persönliches Vertrauen und gegenseitige Unterstützung. Das vielleicht ganz kurz jetzt hier nur als Spotlight. In der Ausbildung werden wir das natürlich deutlich vertiefen, vor allem die Frage, wie lässt sich denn sowas umsetzen in Unternehmen? Einfach noch der kurze Hinweis, bevor wir weitergehen. Es gibt eine erste Pilotstudie mit der Uni Freiburg dazu und die hat einfach gezeigt, dass ungefähr 50% des Erfolgs in der Covid-Krise von Unternehmen sich tatsächlich durch diese Faktoren erklären lässt. Natürlich nicht alles, es gibt immer Einzelfälle und viele Besonderheiten, aber doch, dass diese 8 Faktoren tatsächlich eine große Vorhersagekraft für eine schnelle, wirtschaftlich erfolgreiche Bewältigung der Covid-Krise gezeigt haben. Wir sind da weiter dran und werden gucken, gilt es auch für die Zukunft genauso. Aber genau, letztlich, hier soll es ja mehr um die Ausbildung gehen und dazu wird dann die Annette Boland ein bisschen was erzählen. Ich übernehme und teile meinen Bildschirm mit Ihnen. So. Ja, wir haben uns gefragt, diese Studie mit diesen 3 zentralen Faktoren Sinn, Vertrauen, Agilität, das macht zukunftsfähige Organisationen aus. Und die Frage ist, wie kann man jetzt Menschen in Organisationen befähigen, die Organisation in diesem Sinne zukunftsfähig zu gestalten? Insofern ist die Idee, die wir jetzt haben, inspiriert aus diesen Forschungsergebnissen und aufbaut auf den 3 Faktoren Sinn, Vertrauen und Agilität. Was braucht es, dass Menschen in diesem Sinne Organisationen gestalten? Wir wenden uns damit an Menschen, die den Wandel in Organisation, Führung und Zusammenarbeit aktiv gestalten wollen. Das heißt Menschen, die gestalterisch verantwortlich tätig sind. Das Besondere daran ist, dass wir im Moment diese Ausbildung sehr stark mit Unternehmen gemeinsam entwickeln. Wir haben immer wieder Reflexionsschleifen gemacht, wo wir Menschen aus Unternehmen einladen und die uns eine Resonanz geben. Und die Idee ist jetzt im nächsten Sommer zu starten mit 6 Kooperationspartnern, die je 2 Teilnehmer stellen, weil unser Anliegen ist es, möglichst nah an den Unternehmen dran zu sein und eben auch das, was in der Ausbildung gelernt wird, direkt im Unternehmen auch anwenden zu können. Es wird 5 Module geben über etwa 12 Monate und Besonderheiten sind beispielsweise Learning Journeys, also da hinzufahren, hinzugucken, wo entsteht denn hier gerade Zukunft? Wo sind Momente der Zukunft jetzt schon sichtbar in Unternehmen und dem gemeinsam nachzugehen? Es wird auch eine direkte Organisationsberatung geben. Das heißt einerseits in Form von einer Projektarbeit, aber auch von einer Begleitung, dass die Teilnehmer
Ich bräuchte mal ganz kurz den Ton. Annette, die 8 Minuten sozusagen wären jetzt am Ende, nur dass ihr ein bisschen auf die Tube drückt. Dankeschön. Ja, ich drücke auf die Tube. Sie sehen es hier. Ich zeige Ihnen noch einmal kurz den Überblick, wie wir diese Module aufgebaut haben. Es wird zu diesen 3 Kernfaktoren 3 Module geben, jeweils ein Einstiegs- und ein Endmodul. Wir werden die Präsentation, Katharina, euch zur Verfügung stellen, mit den Inhalten, sodass ihr das mit dem Protokoll auch verteilen könnt, sodass Sie, wenn Sie da näher einsteigen wollen, gerne nochmal einen tieferen Blick drauf werfen können. Wenn wir auf diese Chart gucken, vielleicht noch als Besonderheit, dieses Thema Agilität wird virtuell stattfinden. Auch das ein Learning aus den letzten Monaten, dass nicht immer alles in Präsenz stattfindet, sondern da, wo es gut ist und richtig und wo es aber auch gut und richtig ist, es online zu machen, machen wir es natürlich auch online. Peter, vielleicht abschließend noch einen Blick. Wie geht's weiter? Genau. Wie geht's weiter? Wir suchen eben jetzt in den nächsten 1-2 Monaten diese Kooperationspartnerin und genau, wenn du eins weiterklickst, Annette, findet man auch nochmal die Homepage, wo man diese Informationen, die wir gerade gezeigt haben, auch nochmal im Detail findet. Genau, und wir freuen uns einfach über Kontakt und Nachfragen, gerne jetzt, was die Zeit sozusagen zulässt im Rahmen der Präsentation, aber gerne auch im Nachgang eben über die E-Mail-Adressen oder die Homepage. Genau. Gut. Danke, Annette, danke, Peter. Es liegen jetzt erstmal keine Fragen vor. Und von daher würde ich tatsächlich mit Blick auf die Zeit auch weitergehen. Vielen Dank für eure Vorstellung, eure Arbeit. Wir bleiben dazu ja auch im Austausch. Und ich freue mich jetzt besonders, meine neue Kollegin vorstellen zu können. Sie haben sie heute hier schon auf der Bühne erlebt. Frauke Rinelli. Sie betreut bei uns nämlich den Bereich unseres Projekts in Baden-Württemberg, Umweltprofis von morgen. Und wir haben da tatsächlich eine Konzeption entwickelt für ein schulbegleitendes Projekt für Schülerinnen und Schüler, wo sie in die nachhaltige Wirtschaft sozusagen reingehen, in einem Unternehmen ein konkretes Projekt ein Jahr lang bearbeiten, vielfach ausgezeichnet. Und Frauke wird das vorstellen. Seit 2008 ist das Projekt schon am Start. Und was kannst du uns dazu berichten? Ja, vielen Dank, Katharina, für die nette Einleitung und auch liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich bin seit Oktober 2021 beim BNW an Bord, betreue als Referentin das Projekt Umweltprofis von morgen, was auch bekannt ist unter dem längeren Namen Juniorenfirmen auf dem Weg zum nachhaltigen Wirtschaften. Also Ihnen kann das Projekt unter beiden Namen begegnen. Darüber hinaus bin ich auch die Ansprechpartnerin für den Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wenn die Präsentation geteilt wird, genau, was die Umweltprofis von morgen, was ist das Projekt, was steckt dahinter? Entwickelt wurde das Konzept zu dem Projekt, wie Katharina eben gerade schon gesagt hat, bereits im Jahr 2008 vom BNW. Und das übergeordnete Ziel ist es, bei den teilnehmenden SchülerInnen, die wir auch Umweltprofis oder liebevoll auch JuniorInnen nennen, unternehmerisches Denken und Handeln zu fördern, und zwar unter dem Leitbild des ökologischen Wirtschaftens. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass die SchülerInnen in ein reales Unternehmen gehen, was nachhaltig wirtschaftet. Hierdurch erlangen die Junioren bereits vor Berufseintritt erste Erfahrungen, was es bedeutet, als Unternehmer ökologische, ökonomische und soziale Ziele in einem Unternehmen zu vereinen. Und während der einjährigen Projektlaufzeit widmen sich die Umweltprofis, die im Alter von 16 bis 19 Jahren sind, 3 Stunden pro Woche in einer kleinen Gruppe einer Projektidee, die sie zunächst gemeinsam mit dem Unternehmen entwickeln. Aber sie entwickeln nicht nur die Projektidee mit dem Partnerunternehmen, sondern sie implementieren das Projekt auch. Und neben dieser praktischen Komponente gibt es aber auch noch Workshops, wo theoretisches Wissen vermittelt wird. Und insofern kann man sagen, dass die ganzen Teilnehmenden Erfahrungen sammeln, Praxiserfahrungen sammeln und auch ein großes Basiswissen im Bereich ökologisches Wirtschaften, Projektmanagement und Selbstorganisation. Gefördert wird das Projekt durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und trägt da auch im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung zu der Umsetzung der Nachhaltigkeits-
Strategie des Landes bei. Genau, wie läuft unser Projekt ab? Also der Ablauf orientiert sich da natürlich dann an dem Schuljahr. Und zwar ist es dann so, dass im Sommer das vorbereitet wird. Wir akquirieren Schulen, wir akquirieren Unternehmen und hatten in den letzten Jahren aber auch immer schon frühzeitig viele Anfragen seitens der potenziellen Teilnehmenden. Darauf aufbauen führen wir ein Matching durch. Also die Unternehmen und die Schulen werden miteinander in Verbindung gebracht. Und da schauen wir dann auch immer, dass eine örtliche Nähe möglich ist. Im September findet dann der Projektauftakt statt, und zwar werden dann alle Teilnehmenden wirklich in Verbindung miteinander gebracht. Sie gehen das erste Mal in den Kontakt und fangen an, die Projektidee zu entwickeln. Begleitet wird das dann auch durch den ersten Workshop, wo die JuniorInnen erstes Fachwissen zu den Bereichen Nachhaltigkeit und nachhaltiges Wirtschaften erlangen. Darauf folgt dann der Workshop 2 im November, der sich mit dem Thema Projektmanagement auseinandersetzt. Und darauf folgt dann im Dezember auch gleich der dritte Workshop, wo es dann um das Teambuilding geht, damit diese Kompetenzen auch gleich zu Anfang sind. Im vierten Workshop wird dann ein Online-Coaching durchgeführt. Das leiten wir vom BNW. Und da kommen die Junioren zusammen und geben sich gegenseitig Feedback. Sie lernen also, sich gegenseitig auch Feedback zu geben und dann auch die Umsetzung der Projekte dadurch voranzutreiben. Ein letzter Workshop ist dann der Besuch von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, die im Bereich nachhaltiges Wirtschaften aktiv sind. Da ist auch die Idee, dass sie jenseits des Kooperationsunternehmens auch nochmal andere Unternehmen kennenlernen, die in dem Bereich unterwegs sind und es wirklich in der Praxis sehen. Und abgeschlossen wird das Ganze dann im Juni mit einer öffentlichen Abschlussveranstaltung, wo die JuniorInnen dann ausgezeichnet werden, ihre Projekte aber auch der Öffentlichkeit noch einmal präsentieren können. Genau, der Projektjahrgang dieses Jahr sind 6 Schulen, 90 teilnehmende SchülerInnen und insgesamt 23 Kooperationsunternehmen, die wir haben. Wir haben hier auch noch einmal die Karte, damit Sie sehen, wo die sich in dem Land befinden. Und um das Ganze jetzt auch noch mal ein bisschen konkreter zu machen, habe ich auch noch mal ein Beispiel aus dem letzten Projektjahr mitgebracht. Und zwar haben sich hier SchülerInnen der Max-Eid-Schule mit dem Unternehmen Klimaaktiv zusammengeschlossen und haben gemeinsam einen Feinstaubsensor hergestellt. Diesen Feinstaubsensor haben sie dann in der Schule an unterschiedlichen Stellen angebracht, haben Messungen durchgeführt, Daten gesammelt, Daten ausgewertet und dann konkrete Handlungsempfehlungen für einen gesunden Schulalltag entwickelt. Das ist nur eins von ganz, ganz vielen Beispielen, die ich jetzt hier einfach mal mitbringen wollte, aber um es ein bisschen konkreter zu machen. Alle anderen Projekte der letzten Jahre finden Sie auf unserer Webseite und den Link dazu erhalten Sie auch am Ende der Präsentation. Aber es ist eine ganz große Bandbreite dabei. Wie Katharina es auch schon gesagt hatte, wir sind schon mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem als UN-Dekadenprojekt, aber auch vom Rat für nachhaltige Entwicklung. Und in Zahlen können wir sagen, was haben wir schon erreicht? Wir haben bislang schon mehr als über 1000 JuniorInnen ausgezeichnet mit der Nachhaltigkeitsqualifikation. Wir haben über 190 eigenständige Projekte umgesetzt und mehr als 150 Unternehmen waren bei uns beteiligt. Also man sieht, wir haben schon einiges an Reichweite. Was macht unser Projekt so aus? Das ist wirklich, warum lohnt es sich, bei uns teilzunehmen? Wir haben ein Win-Win-Win, und zwar für alle, die sich an dem Projekt beteiligen. Die SchülerInnen haben die einmalige Möglichkeit, bereits in ihrer Schulzeit erste Praxiserfahrungen zu sammeln. Sie erfahren selber, was es bedeutet, ein Projekt zu planen und umzusetzen, und erlangen auch noch ganz viel Fachwissen. Und haben dann auch noch die Nachhaltigkeitsqualifikationen, die sie dann für Bewerbungsprozesse einsetzen können, um dann nachweisen zu können, dass sie in diesem Bereich etwas geleistet haben. Auch für die Schulen ist es natürlich ein großer Wert, dabei zu sein. Es ist ein Gewinn, weil das Thema in die Schule gebracht wird. Nachhaltiges Wirtschaften wird in die Schule gebracht. SchülerInnen und LehrerInnen, die nicht am Projekt beteiligt sind, können aber von den Projekten, die implementiert werden, profitieren. Das Thema wird in die Schule getragen und die Schule kann sich selber dann auch in den Bereich Nachhaltigkeit und nachhaltiges Wirtschaften aufstellen. Aber auch für die beteiligten Unternehmen ist es ein Gewinn. Und zwar als Praxispartner aus der Wirtschaft kriegen sie neue Sichtweisen von jungen Menschen, die eigene Ideen haben, die eigene Perspektiven reinbringen. Und sie können natürlich auch gleichzeitig noch ihr Praxiswissen vermitteln. Also wie man hier sieht, für alle Beteiligten ein echter Gewinn. Genau. Ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen, um die Wirkung nicht nur so abstrakt zu haben, auch noch mal ein paar Zahlen mitgebracht.
Und zwar wurden wir oder haben wir das Projekt vor ein paar Jahren evaluiert. Wir machen natürlich auch jedes Jahr zur Qualitätssicherung einen Feedbackbogen. Also das geht aber hier jetzt darüber hinaus. Das ist wirklich mal die Langzeitwirkung des Projekts, die wir hier untersucht haben. Und an der Studie haben sich insgesamt 74 ehemalige Umweltprofis, 19 Unternehmen und 8 Schulen beteiligt. Und man kann hier sehen, dass mehr als 70% der befragten Umweltprofis angegeben haben, dass sie durch die Teilnahme an dem Projekt eine bessere oder eine sogar deutlich bessere Vorstellung vom Thema Nachhaltigkeit bekommen haben. Und der Anteil der Junioren, die sich vorstellen kann, im Bereich Nachhaltigkeit zu arbeiten, also selbst wirklich in diesen Themenkomplex einzusteigen in ihrem Berufsalltag, hat sich durch die Teilnahme an dem Projekt um knapp 40% erhöht. Auf Seite der LehrerInnen und Unternehmen kann man sagen, dass auch 60% der Lehrkräfte uns bestätigt haben, dass sich das Umweltverhalten der JuniorInnen durch die Teilnahme am Projekt verändert hat. Und zwar waren das hier 60%, die gesagt haben, es hatte eine positive Auswirkung. Und auch die Unternehmen, da haben 11 von den 19 Befragten angegeben, dass die Teilnehmenden ein gutes oder sogar ein sehr gutes Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften durch die Teilnahme am Projekt bekommen haben. Also wie Sie sehen, alle Beteiligten sind hier sehr zufrieden. Und ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen neugierig machen können. Und wie vorhin angekündigt, finden Sie hier auch noch die Links zu unseren Webauftritten und unserem Facebook-Auftritt. Wenn Sie Fragen, Anregungen haben oder vielleicht selbst daran interessiert sind, als Kooperationsunternehmen bei den Umweltprofis mitzumachen, zögern Sie nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich freue mich immer, von Ihnen zu hören und möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Eine Frage zu Berufsbildung, ne? Genau, also, ja. Wir hatten in einem Durchgang da schon mal... Da meine Kollegin ja ganz neu in dem Projekt ist, übernehme ich mal die Frage nach ob eben auch duale Ausbildungspartner dabei sind. Wir haben auch schon Berufsschulen im Programm gehabt, aber im jetzigen Durchlauf nicht. Und ich glaube, weitere Fragen gab es nicht, ne, wenn ich das richtig sehe. Vielen Dank nochmal, Frauke, toll zu sehen, auch wie gut du in dem Projekt angekommen bist. Und wir freuen uns jetzt auf ein weiteres Projekt vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft in einem Verbund mit vielen weiteren. Wir haben immer wieder auch Verbundprojekte, die wir voranbringen. Und wir hören jetzt gleich Iken Dreger vom Wissenschaftsladen Bonn zum Netzwerk Grüne Arbeitswelt. Iken Dreger ist dort Projektleiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Arbeitsmarkt, erneuerbare Energien und Berufsorientierung und im Netzwerk Grüne Arbeitswelt für das Webportal, also eigentlich sozusagen unser Herzstück, wo wir einen Materialpool aufbauen, wo wir alles Wissen und Initiativen, Angebote zum grünen Berufsorientierung sammeln, aber eben auch für die Medienproduktion und die Vernetzung von Fachinstitutionen und Pilotvorhaben zuständig. Iken, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Hallo Katharina, hallo in die Runde, ich freue mich auch. Iken Dreger vom Wissenschaftsladen Bonn, das Netzwerk Grüne Arbeitswelt, das ich Ihnen heute kurz vorstellen werde, haben wir vor etwa 4 Jahren gemeinsam mit dem BNW und auch der Zeitbild-Stiftung aufgebaut. Kurz zur Ausgangslage. Ich teile mal meinen Bildschirm und hoffe, dass das jetzt so funktioniert. So. Das müsste jetzt klappen. Zur Ausgangslage. Viele Jugendliche engagieren sich für Klimaschutz und wollen mit ihrem Beruf etwas Sinnvolles für die Gesellschaft tun, wissen aber gar nicht wie, weil das im Rahmen ihrer Berufsorientierung nicht zum Thema gemacht wird. Sie erhalten also keinerlei Informationen über grüne Berufe, nicht zuletzt, weil auch die Lehrkräfte meist keine Auskunft über die vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der grünen Arbeitswelt geben können und weil es eben immer noch kaum Vernetzung zwischen Schulen und nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen gibt. Auf der anderen Seite wächst die grüne Wirtschaft. Es gibt immer mehr Arbeitsplätze mit Nachhaltigkeitsbezug und Unternehmen suchen händeringend nach Fachkräften, gerade auch im MINT-Bereich, die Klimaschutzziele vorantreiben. Hier klafft also eine sehr, sehr folgenreiche Lücke zwischen Informationsangebot, Informierenden und den grünen Fachkräften von morgen. Und das war eben kurz zusammengefasst der Ausgangspunkt für die Gründung des Netzwerks Grüne Arbeitswelt. Ziele des Netzwerks sind es, einmal über nachhaltige Berufe zu informieren,
Berufsorientierungsfachkräfte zu qualifizieren und die verschiedenen Akteure, vor allen Dingen auch Schulen und Unternehmen, zu einer Zusammenarbeit zu bewegen, sodass junge Menschen in ihrer Berufsfindungsphase praktische Erfahrungen in der grünen Arbeitswelt sammeln können. In den letzten 4 Jahren haben wir so ungefähr oder so ziemlich alles zusammengetragen, was es deutschlandweit zur grünen Berufsorientierung gibt und das auf dem Webportal, das Katharina gerade schon genannt hat, eingebunden. Auf dem Portal finden diejenigen, die in der Berufsorientierung tätig sind, eine breite Palette an Angeboten, Materialien und Informationen über die grüne Arbeitswelt, die sie beispielsweise im Unterricht oder auch im Unternehmen für ihre Berufsorientierungsaktivitäten nutzen können. Und auf dem Webportal stellen sich auch die verschiedenen Akteure mit ihren Berufsorientierungsaktivitäten vor. Wir machen gleich noch einen kurzen virtuellen Rundgang. Wir haben in den letzten Jahren viele Mitglieder gewinnen können. Ich glaube, es sind jetzt fast über 100 oder es sind über 100, darunter auch viele Unternehmen, die sich im Netzwerk engagieren, auch weil sie eben erkannt haben, dass Berufsorientierung ein Schlüssel ist, um gute Nachwuchskräfte zu gewinnen. Denn nachhaltig wirtschaftende Unternehmen sind als Arbeitgeber gefragt. Da erzähle ich sicher nichts Neues. Klima- und Umweltschutz, aber auch allgemein Nachhaltigkeitsthemen sind eben zu einem wichtigen Faktor des Employer-Brandings geworden. Für viele Unternehmen oder für Unternehmen und Verbände, die sich als nachhaltige Arbeitgeber präsentieren oder über nachhaltige Ausbildungswege und spezifische Leistungen kommunizieren möchten, aber nicht so recht wissen, wie, haben wir einen Leitfaden oder der BNW einen Leitfaden herausgegeben, Nachwuchs für die grüne Arbeitswelt. Und darin finden sich zahlreiche Praxistipps, Impulse, aber auch Best Practices für eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Berufsorientierung. Ich kann Ihnen ja mal 2 Beispiele zeigen. Zum einen haben wir hier die Bolsener Mühle, die, soweit ich weiß, auch im Publikum sitzt und die bei uns auf dem Webportal sich und ihre Aktivitäten im Bereich Berufsorientierung auch vorstellt. Hat Ole Brandt, der ist in der Mühle für Nachhaltigkeitsmanagement zuständig, sich an einer Diskussionsveranstaltung mit SchülerInnen beteiligt. Hängt mein Bild, wenn ich das richtig sehe. Egal. Mit Schülerinnen beteiligt. Ich gehe noch mal ganz kurz aus der Präsentation, damit. Jetzt geht es wieder. Super. Und hat sich dort den Fragen der Schülerinnen gestellt in einem Kreuzverhör und 2 Fragen zu Nachhaltigkeitsthemen im Berufsalltag. Das ist ein neues Format. In der Berufsorientierung, das wir im Wissenschaftsladen Bonn gerade im Rahmen eines anderen Projekts entwickeln und testen und das wir dann über das Netzwerk eben auch zur Verfügung stellen, dass andere das weiter nutzen können. Das 2. Beispiel sind die Möbelmacher. Die Möbelmacher, das ist eine Schreinerei und die haben einen Nachhaltigkeitsblock, in dem Praktikantinnen über ihre Tätigkeiten im Betrieb berichten und dabei auch ganz spezifische Fragen diskutieren, die für Jugendliche in der Berufsfindungsphase interessant sein können. Hier geht es beispielsweise um die Rolle von Frauen im Handwerk. Bei uns auf dem Portal sieht das dann so aus, wir schreiben so einen kleinen Teaser, so einen Text und verlinken dann eben auf die entsprechende Webseite. Zusammengefasst, bevor wir jetzt auf den virtuellen Rundgang gehen. Zusammengefasst, das Netzwerk Grüne Arbeitswelt bietet also für Vereine, für Unternehmen, aber auch für Bildungseinrichtungen die Möglichkeit, ihre Arbeit zu präsentieren und eigene Berufsorientierungsangebote öffentlichkeitswirksam zu verbreiten. Und umgekehrt profitieren natürlich auch die Jugendlichen und die Lehrkräfte von dieser Vielfalt der Orientierungsangebote, die wir hier abbilden. So, wir gehen jetzt mal aufs Portal, mal schauen, ob das hier klappt mit einem Klick. Jo. So ist unser Portal aufgebaut. Wir haben auf der Startseite einen Blog mit aktuellen Themen, die wir diskutieren, mit Interviews auch. Wir haben hier 16 Berufsfelder beschrieben und haben das mal versucht zu systematisieren, von ökologischer Landwirtschaft über Green IT bis hin zur Nachhaltigkeitskommunikation. Und in diesen Berufsfeldern
nennen wir auch alle möglichen Berufsmöglichkeiten, die das gibt. Also hier können sich die Jugendlichen informieren über die Berufe, aber auch über Ausbildung und Studium. Und wenn ich jetzt mal auf Erfahrungen und Eindrücke hier noch klicke zu dem Berufsfeld, dann haben wir hier eben diesen Möbelmacher-Blog eingebunden. Jetzt als ein Beispiel, wie Schüler von anderen, die in dem Bereich tätig sind, lernen können und sich informieren können. Wir haben einen Angebotskompass aufgebaut, wo Jugendliche bzw. Lehrkräfte deutschlandweit außerschulische Angebote finden können. Das können zum Beispiel Schülerlabore sein, die was zur grünen Berufsorientierung anbieten oder Ausstellungen oder sowas. Können also in ihrer Region etwas suchen und dort berufspraktische Erfahrungen sammeln. Da können Sie auch als Unternehmen, wenn das interessant ist, Ihre Angebote einstellen, soweit die regelmäßig sind. Ansonsten haben wir noch einen Veranstaltungskalender, den mache ich jetzt auch mal kurz auf. Hier nehmen wir gerne Ihre Veranstaltungen auf zur grünen Berufsorientierung und bewerben die dann auch über unsere Social-Media-Kanäle, ich muss hier mal ein bisschen hin und her rücken, die wir im Netzwerk haben, sodass wir dafür das dann eben verbreiten. Wir haben ganz viele Materialien, einen ganzen Materialpool aufgebaut mit Bildungsmaterial, Filmen, Games, Podcasts. Ich gehe da jetzt gar nicht weiter in die Tiefe, aber hier finden Jugendliche eben ganz viele Impulse, ganz viel Information auf unterschiedlichen Wegen. Auch Bilder für die Lehrkräfte im Unterricht, die sie nutzen, also die zur Verfügung stehen. Dann gibt es noch Hintergrundinformationen. Da ist unter anderem hier auch der Leitfaden, den ich gerade vorgestellt habe, eingebunden. Und das ist so ein bisschen unser Herzstück, wir haben hier das Who is Who der grünen Arbeitswelt, also alle möglichen Akteurinnen und Akteure gesammelt, von Unternehmen über Fachinstitutionen bis hin zu außerschulischen Bildungspartnern und Schulen, die sich im Bereich grüne Berufsorientierung engagieren und da was anbieten. Die können sich hier vorstellen, die können sich hier vernetzen, es können Schulkooperationen aufgebaut werden, Projekte gemeinsam entwickelt werden, das ist auch schon alles so passiert. Das heißt, man findet hier haben wir nochmal die Möbelmacher, ich kann ja mal draufgehen, findet hier dann auch immer AnsprechpartnerInnen und verschiedene Links, wo man hinklicken kann und eben auch eine Zusammenfassung der Berufsorientierungsaktivitäten, die da stattfinden. Ja, und jetzt stoppe ich mal meine Präsentation, denn das war's von meiner Seite. Wir freuen uns natürlich sehr über neue Mitglieder, über weitere Mitglieder, die sich im Netzwerk engagieren und ihre Erfahrungen an andere weitergeben. Wer gerne Mitglied werden will, einfach mich kontaktieren. Ich glaube, im Chat steht auch schon unsere Webadresse grüne-arbeitswelt.de. Die Mitgliedschaft kostet nichts. Wir freuen uns natürlich über alle, die dann etwas zu bieten haben und in Austausch treten und so, sodass wir immer mehr Jugendliche auch hier entsprechende Informationen geben können. Vielen Dank. Vielen Dank, Iken. Und wir drücken uns natürlich gemeinsam die Daumen, dass das Projekt auch weitergeht, weil tatsächlich eben diese gebündelte Übersicht, was gibt es schon alles beim Thema grüne Berufsorientierung und vor allen Dingen auch mal den Blick zu weiten, was sind grüne Berufe, so viel mehr als das, was sozusagen das klassische Verständnis von Berufsagentur und so weiter vermittelt. Das ist ja auch ein Teil und sozusagen des gemeinsamen Anliegens auch mit dem Förderpartner Umweltministerium, dass wir einfach diese nachhaltige Arbeitswelt in ihrer ganzen Vielfalt da ein Stück weit virtuell auch zum Leben erwecken. Vielen Dank. Iken, es kam die Frage an dich, ob auch eben duale Ausbildungspartner und Berufsbildungspartner dabei sein sollten und schon dabei sind. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja, ich habe das vielleicht nur ganz kurz gezeigt, wir haben ja auch Berufsschulen dabei. Wir haben auch ganz viele Beispiele aus der Berufsbildung mit aufgenommen, weil es natürlich auch für SchülerInnen interessant ist zu wissen, was passiert danach, was kann ich in der Ausbildung tun. Da ist es ja auch nicht so naheliegend wie jetzt beim Studium, dass man weiß, wie kommt man eigentlich in diese nachhaltigen Berufe rein. Das heißt, ja, können dabei sein, sind auch schon dabei und brauchen wir auch noch mehr. Super, Dankeschön. Ja, dann, ich gucke mal sozusagen zu meinen Kolleginnen. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Iken, vielen Dank, liebe Grüße an Krishan und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
Ja, danke. Aus- und Weiterbildung für ein klimaneutrales Deutschland. Das war heute unser Thema. Und eins wurde klar, dass eben ohne die Qualifikation für die sozial-ökologische Transformation, ohne die Qualifikation für Klimaschutz, neue Technologien, wird das nichts. Das heißt, wir haben hier große, große Aufgaben vor uns. Die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen, damit Aus- und Weiterbildung da tatsächlich darauf vorbereitet sind. Wir haben heute viele Beispiele gehört, eine ganze Reihe an Forderungen auch Richtung Politik. Das werden wir in unserem Bericht zur Veranstaltung eben auch nochmal zusammenfassen. Wir sind natürlich gespannt, wie sehr auch die neue Bundesregierung dieses wichtige Thema in den Blick nimmt. Und wir wissen auf jeden Fall, dass unsere Mitgliedsunternehmen vorne mit dabei sind. Zum Abschluss möchte ich jetzt gerne noch auf unsere neueste Publikation hinweisen. Wir haben mal sozusagen eine interaktive Online-Broschüre gemacht, wo sich plötzlich Dinge bewegen. Schauen Sie gerne mal rein. Den Link dazu finden Sie im Chat. Und unsere Mitglieder sehen wir heute später am Nachmittag noch wieder zum Speed-Dating, aber eben auch zur Diskussion der aktuellen Verbandsthemen. Unter anderem werden wir einen Einblick geben, wie und wo wir uns gerade in die Koalitionsverhandlungen einbringen und einmischen. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und ganz zum Schluss nochmal ein dickes Danke an die Heinrich-Böll-Stiftung für die gelungene Kooperation. Machen Sie es gut.